soll ich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen aufgeregt bin ich. Das Problem ist, er hat mich in Skype noch nicht geaddet. Oh Mann. Hoffentlich klappt das jetzt alles. Oh, jetzt. So. Oh shit, man sieht dich nicht. Peter, hörst du mich? Ja. Oh, jetzt. Cool. Und nicht erschrecken, die Community wollte, dass ich mich ein bisschen blamier vor dir, deswegen. Was wird passieren? Deswegen sitze ich mit dem dummen Umhang da. So, ja, jetzt ich. Okay. Ja, hi Fedor, freut mich, dass wir es geschafft haben, dass du es geschafft hast. Hey. Wie auch immer. Ja, schön. Nur das einfach kurz für die Leute, die da sind und auch für dich so, was ich mir halt überlegt habe für den Abend ist, du hattest mir angeboten, dass du meine Stats mal anguckst und da ein bisschen drüber schaust. Ja, da, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß schon ungefähr, was kommen wird. Das ist wahrscheinlich, was bei Hansi auch schon kam, was bei den meisten kommt. Aber einfach mal abwarten. Genau, dann hatte ich vor, dann je nachdem, wie lange das dauert, können wir ja spontan dann sagen, okay, dass wir jetzt irgendwie ein kleines Homegame spielen. Genau, und nebenbei habe ich schon ein paar Fragen von der Community und so gesammelt, dann quatschen wir einfach ein bisschen. Okay. Ja, starten wir mal rein, oder? Ja, gerne. Was da zu holen ist. Also grundsätzlich, vielleicht so als Hintergrund, das ist jetzt auf jeden Fall nicht so das Nonplusultra, wo man jetzt irgendwie nichts besser machen kann, aber es ist auf jeden Fall immer ein guter Einstieg, sich das mal anzugucken, warum. Da geht es für mich hauptsächlich darum, einfach zu gucken, okay, gut, wo sind jetzt so die ersten Punkte, wo ich ansetzen würde, ja, also ich glaube, es macht keinen Sinn, einfach jetzt nur auf Stats zu gucken und zu sagen, ja gut, hier, irgendwie das ist der heilige Gral, das ist auf jeden Fall nicht so, weil wenn du irgendwie die richtige Prozentzahl open raised, aber du nimmst halt irgendwie die falschen Hände, so, dann ist es, dann verlierst du da halt sehr viel, okay, sehr viel Value. Dementsprechend, das ist eher so für mich der erste Punkt, um mal zu gucken, so, okay, gut, was ist deine grundsätzliche Tendenz, ja, und was sind Bereiche, wo ich jetzt sagen würde, ja, das wäre meine Priorität, so mein erster Punkt, wo ich sagen würde, alles klar, Kyrin, schau dir das mal als erstes an, weil da, glaube ich, ist am meisten oder die höchste Wahrscheinlichkeit, dass du da am meisten rausholen kannst. Okay. Und das ist irgendwie die zweithöchste Priorität und so weiter, ja, also wenn ich jetzt sehe, ein Stat weicht halt ja, Magnitude irgendwie 3 ab von dem, was ich denke, was optimal ist, dann würde ich sagen so, hey, hier, alles klar, das glaube ich ist sehr off, da kannst du wahrscheinlich mit dem wenigsten Effort am meisten rausholen. Das ist immer so für mich der Gedanke hinter Stats Review, so eine grundsätzliche Tendenz festzustellen, um halt zu sagen, alles klar, hey, hier, du bist, ja, Tendenz zu passiv, Tendenz zu aggressiv, Tendenz zu loose, was auch immer, dass das so in das Bewusstsein reinkommt, so, ha, alles klar, interessant, mache ich mir vielleicht eine Post-it-Note und in jeder Situation überlege ich tendenziell eher passiver zu sein und weniger jetzt noch aggressiver zu sein. Okay. Also vielleicht auch ausgehend von mir, ja, das ist bei mir dann definitiv tendenziell eher zu loose zu sein. Ist so der Ansatz gewesen für mich am Anfang, einfach zu versuchen, so viele, also so jeden Pot zu gewinnen. So in die Richtung von, dass man in jeder Hand zumindest überlegt, okay, gibt es irgendeine Art und Weise, wie ich hier mehr Value rausholen kann, und über die Jahre ist es, glaube ich, generell gerade in Turnieren der deutlich wertvollere Approach gewesen, weil du halt viel weniger Leverage hast, ja, also du spielst mit kleineren Stack-Sizes, dementsprechend ist es halt viel wichtiger, Non-Showdown-Winnings zu machen, ja, also wenn ich jetzt irgendwie nur, wenn ich mit 10 BB spiele, so, dann geht es nicht darum, die massiven Showdown-Winnings zu fahren, sondern dann geht es darum, zu wissen, was man wann showft, wann man wie was exploiten kann, und vor allem Non-Showdown-Winnings machen, ja, also das ist, glaube ich, weil die meisten Leute sind zu tight, das ist erstmal so die Population-Tendency, und da ist natürlich dann der Value da drin, loose und aggressiv zu sein, also das ist mal so der Startpunkt. Okay. Und ich glaube, meine Hypothese ist jetzt mal von dem, was du gesagt hast, dass wir da wahrscheinlich bei dir auch heute jetzt einige Sachen finden werden, wo die Tendenz eher in Richtung
Ja, es passt, es passt. Du hast kurz gehangen, aber jetzt läuft's wieder. Ja, genau. Alles gut. Okay, super. Genau, also dann starten wir mal rein. Also erstens, so was die Hände angeht, das ist auf jeden Fall jetzt so die kleinste Sample, die ich mir irgendwie anschauen würde. Ich sage normalerweise so ab 50.000 Händen ist so die meiste Varianz in den Samples hier mit von den Stats hier reduziert und alles so ab 100.000 Händen sind gute Samples, um sich das anzuschauen, weil einfach gerade so Spots wie jetzt Check Raise oder sowas, da brauchst du halt, musst halt 100.000 Hände spielen, um irgendwie mal 200, 300 Spots oder so zu haben. Also grundsätzlich würde ich da empfehlen, nicht bei zu kleinen Samples so Reviews zu machen, aber ich werde mal so ein bisschen durchführen, vielleicht auch für Leute, die zuschauen und für die es interessant ist, was ich mir jetzt so anschauen würde. Also das erste ist für mich erstmal so die Grundtendenz von VPIP-Preflop-Raise und 3-Bet, wie viele Hände spielst du, was sind deine Raise-First-In-Ranges von den verschiedenen Positionen und wie spielst du gegen Raise-First-In, also was 3-Bettest du und was flattest du in Position. Das sind jetzt mal so die Sachen, die ich mir als erstes anschaue und dann kommen so die nächsten Stats, wie in Richtung, wie hoch ist dein Fold-to-3-Bet, wie hoch ist dein Fold-After-3-Bet, wie hoch ist dein 4-Bet, Fold-to-4-Bet, Fold-After-4-Bet. Also das sind dann so Spots, wo was dann schon ein bisschen schwieriger zu sagen ist, weil da brauchst du halt Sample Ja, klar. und am besten schaust du dir spezifische Hände an. Aber wenn wir jetzt bei dir mal reinschauen, ist direkt das Erste. Du hast jetzt Raise First In da nicht drin. Vielleicht kannst du mal schauen, ob du das siehst. Können Sie auch direkt Frage in den Chat, weiß jemand sich vielleicht da ganz schnell, kennt sich jemand ganz schnell besser aus? Warte, aber da müsste ich halt in den Hold'em Manager reingehen. Ja, anyway, also Ja. Raise First In, du hast jetzt, also du spielst 23-15, was schon mal grundsätzlich deutlich zu tight ist. Also was so die Raise First In Stats angeht, das ist von Stack Size auch unterschiedlich, aber du hast ja auch Zugang zum Range Viewer, da kannst du ziemlich gute Ranges sehen. So die Stats, an denen ich mich orientieren würde, wäre meiner Meinung nach so in Richtung27, 20. Ja, also Okay. zu gucken, dass du circa 27 VPIP hast, das hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie viele Hände sind jetzt 8-Handed, 7-Handed, 6-Handed. Ja, da muss man dann schauen, was du da genau gefiltert hast. Und was Raise First In angeht, sollte das auch eben eher so ein paar Prozentpunkte darüber liegen, also eben eher in Richtung 19, 20%. Und da ist bei den meisten Leuten das einfach. Das ist jetzt kein Riesen-Leak, aber es ist trotzdem was, wo du wahrscheinlich einfach tendenziell eher immer eine Reihe zu tight bist. Ja? Also ich weiß nicht, das kannst du dir dann spezifisch mal anschauen, aber ob das jetzt die meistens dann eben die Queen 9 Suiteds an der Gun oder die Queen 9 Offs am Cutoff oder die Suited Aces Early Position, dass du da ein recht gutes Gefühl dann dafür bekommst, dass du off the table, wenn ich dich quizzen würde, ja, was openst du jetzt Hijack, dass du im Grunde all die Cut-off-Hände sagen könntest, weil wenn du das kannst und das dann auch implementierst, dann kommst du eigentlich ziemlich automatisch Auf die Werte. auf diese Wenn Werte. es mir gerade einfällt, weil du sagst Race First In, ist es nicht der PFR einfach? Preflop Race? Nee, es ist nicht der PFR, weil PFR inkludiert auch Situationen, wo jemand anderes geopend hat. Und Raise First In inkludiert die nicht. Ah, also PFR sind auch dann unsere 3-Bets praktisch, oder wie? Genau, also Ja. Preflop Raise ist im Grunde wirklich jede Hand, die du spielst und Okay. prozentual angegeben, wie oft du erhöht hast. Okay. Und wenn jetzt zum Beispiel, also Raise First In ist wirklich nur, wenn es zu dir First to Egg kommt, wie oft hast du dann First In geraised? Okay, ja, klar, macht Sinn. Was halt der bessere Indikator ist, weil du da dann halt eben sehen kannst, okay, gut, wenn du an den Button, ne, wenn es am Button zu dir gefoldet wird, spielst du 40%, 45 oder 50 oder mehr oder weniger. Ja, also was diese Tightheit angeht, was mir halt speziell aufgefallen ist und wo ich auch
versucht habe, irgendwie zu reflektieren, ob das jetzt eine Ausrede ist oder nicht, ist halt, dass ich, oder, also ich arbeite auf jeden Fall dran, deswegen es soll keine Ausrede sein, dass ich halt gemerkt habe, wenn ich ganz am Anfang von der Session halt krass multitable, dass ich das deswegen dann halt zu tight werde. So. Und dann so. Und ja, das Komische ist daran so, dass es eigentlich nicht daran liegt, dass ich zu viele Tische spiele und überfordert bin, aber vielleicht dadurch, dass es halt so viel ist, dann sich dann irgendwie so manchmal in die Spots so eine Art Faulheit, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber deswegen einschleicht und dann halt eben, wie du sagst, ein Queen 1 suited an der Gun halt weggefoldet wird, so, oder ein King 8 suited halt in MP oder so Zeug, so, weil ich habe mir die Poker Code Ranges angeschaut und so, ja, eigentlich weiß ich, was zu raisen ist, so. Klar, da muss ich immer wieder drüber schauen, wie du sagst, dass du mich dann auch, oder dass jeder einen abfragen könnte, so dass ich es drauf habe, aber das so, vielleicht hast du Also ich da glaube, vielleicht. das Erste, was mir jetzt auffällt, ist, ich glaube sogar, dass es gar nicht unbedingt, dass es gar nicht unbedingt jetzt die Raise First In Ranges sein müssen. Deswegen hätte ich den Stat gerne gesehen. Sondern ich glaube jetzt einfach von dem basierend, das ist jetzt nur ein Guess, das müsste ich genauer nachschauen. Du hast recht wenig ansteigende VPIP-Werte von EP zu Button. Ja, okay. Was sehr wahrscheinlich bedeutet, dass du vom Cutoff und vom Button zu wenig VPIP ist. Also VPIP von EP ist ja quasi sowieso nur Race First In. Das heißt, da spiele ich Race First In von circa ja, so um die 20%. Das heißt, 18 ist jetzt nicht so mega weit weg von 20, aber vom Button habe ich sicher ein VPIP von 30 oder so. Oder 28. Oder ich müsste es genau nachschauen. Aber das Okay. heißt einfach nur, wie viele Hände du vom Button spielst, du solltest wahrscheinlich deutlich mehr gegen Raises VPIPen. Ja, also das ist jetzt nicht nur 3-Bet, sondern vor allem auch Flat. Okay. Und da wirst du sehen, also wenn du jetzt so eine Range anschaust, Preflop von Button gegen MP oder so, da spielst du schon wirklich viele Hände. Okay. Ja, also das heißt, diese ganzen Flats mit König 8 suited, Button gegen MP oder König 9 suited oder Ass 2 suited oder sowas, das sind dann, glaube ich, das ist das Erste, was ich mir anschauen würde, Preflop. Ja, also deine Raise First In Ranges sind sehr wahrscheinlich zu tight. Aber das Erste, was ich mir anschauen würde, ist VPIP generell gegen Open. Also was 3-bettest du und was flattest du? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel 3-bet anschaue, finde ich, sieht das reasonable aus. Ich würde vor allem deinen Late Position 3-bet erhöhen. Ja, also vor allem 3-bet gegen Late, also Late gegen Late, das ist das meiner Meinung nach, wo man am meisten Money auch gerade noch macht auf den Mid-Stakes, weil da die Leute am schlechtesten spielen. Okay, ja, ich schreibe mir Ja, das also alles auf. wenn du jetzt zum Beispiel siehst, also die meisten Leute, die du auf den Mid-Stakes finden wirst, haben alle einen Fold-to-3-Bet von über 50%. Vom Button zum Beispiel. Ja? Das heißt, wenn die einen Button openen, raisen die meisten irgendwie eine 45-50% Range und folden halt 50-60% gegen eine 3-Bet und da druckst du halt Geld gegen. Und dementsprechend ist es gerade jetzt, wenn du mit so einer Hand wie Bube 7 off aus dem Big Blind oder König 4 suited oder 3-4 suited oder sowas, das sind für mich Hände, die ich sehr viel 3-betten würde in solchen Spots, wo man halt grundsätzlich vielleicht tendenziell eher den Call-Button drückt, wo ich empfehlen würde, deutlich mehr zu 3-betten, weil die 4-Bet-Frequencies zu niedrig sind, ja, also weil die meisten Leute jetzt gerade 30 BB Deep oder 25 BB Deep zu wenig continuen. Also du wirst zu selten von deiner Equity gepusht, also es wird einfach zu wenig ge-4-bettet gegen Big Blind 3-Bets und es wird zu wenig gecallt und damit machst du deutlich mehr Geld als jetzt mit einem Flat. Okay, würdest du dann auch, wenn halt du auch sagst, mit der niedrigeren Stack Sizes, wie sagen wir 35, 30 BB, würdest du dann auch das 3-Bit-Sizing jetzt gerade out of position trotzdem runterschrauben? Also wie wählst du da deine Sizings? Weil man lernt ja irgendwie so außer Position wähle ich ein höheres Sizing, aber also oft dann den Approach dann zu machen, wenn es dann halt dann wirklich dann short ist, so. Bin ich mir immer extrem unsicher, so, weil ich dann weiß, kann ich jetzt gegen seinen 2 BB Open aus dem Small Blind mit 6 BB 3-betten, so, weil dann kriege ich ja eigentlich immer einen Call oder wahrscheinlich eben nicht genug Calls vielleicht, so wie du gerade gesagt hast, dass ich halt schon genug Geld mache, so, und dann spiele ich halt out of position und dann ist halt oft so,
Also es ist jetzt nicht so, dass ich Postflop krank Probleme habe, aber das ist dann, glaube ich, vielleicht ist es auch nur die Ungewohnheit, aber so, also was kannst du da irgendwie mitgeben, dass es halt vielleicht so, dass man da das einfach den Mut auch hat, es zu machen oder also erstmal erste Frage, welche Sizings und ja, wie vielleicht wie überwinde ich mich im Kopf damit? Jetzt Du hängst bist du nicht wieder kurz, verloren. aber man hört dich, glaube ich, trotzdem. Ja, genau, jetzt geht's wieder. Ja. Sorry, es Alles ist gut, kurz alles easy. abgestürzt. Okay, erstens, welches Sizing und zweitens? Wie ich mich im Kopf da überwinde, diese Sachen mir anzugewöhnen, weil das halt so Routinen sind, die halt so drin sind, dass ich es halt kaum noch loswerde. Also, ich würde wirklich, ich kann da nur empfehlen, zu studieren und sich das anzuschauen und dann zu implementieren. Also, das Erste ist erstmal, dir mehr familiar damit zu werden, wie denn die optimale Range aussieht. Ja, also einfach Okay. zu verstehen, so, da gibt es ja dann auch keine perfekte Lösung. Ja? Einfach nur zu verstehen, okay, 30 dB Deep, Big Blind gegen Button, da kannst du dir jetzt verschiedene Sachen anschauen, ja, aber. Du dreibettest halt um die 20%. So, du VPIPst 80% und du dreibettest 20 von diesen 80. Und das muss einfach circa drin sein. So, ja, du musst wissen, dass du 2,8 Uhr foldest, so, da gibt es keinen Weg drumherum, außer der spielt halt ja, super schlecht Postflop. Und so diese Pi mal Daumen-Dinger, so das sollte meiner Meinung nach passen, ja, dass du halt irgendwo weißt, so, okay. 5, 9 Uhr, 10, 5 Uhr, Bube 3 Uhr, so das sind halt so die Cut-Off-Hände. Und was du jetzt dreibettest, ja, da geht es ja dann hauptsächlich darum, zu wissen, quasi welche verschiedenen Areas von der Range irgendwie du wie spielen sollst. Ja, also dass zum Beispiel halt die Pocket Pairs irgendwie einfach direkte Reshuffs sind, so das solltest du wissen, ja. Man Klar. sollte wissen, dass wenn du eine 3-Bit-Range baust, so dann. Musst du gar nicht so groß sizen, ja? Also wenn der Gegner große Fehler gegen kleine 3-Bits macht, weil er seinen Bube 7 suited foldet oder weil er seinen Dame 8 O foldet oder Dame 9 O oder Dame 10 O oder was auch immer, so dann völlig fein, ja? Also so da, warum musst du dann 8 BB 3-Betten, wenn er Dame 10 O gegen die 6 BB 3-Bit foldet, ja? Insofern hängt es ja mega davon ab, einfach nur. Für mich ist so, okay, einfach nur grob zu verstehen, wie interagieren diese Equilibrien, so wie hängen diese Ranges miteinander zusammen und was ist so circa von der Richtung her eine wirklich gut ausbalancierte Strategie. Und dann von da an zu adjustieren und halt zu sagen, ja gut, alles klar. Also ich sage dann auf Midstakes würde ich jetzt sagen, ja gut, die Leute spielen halt recht schlecht in 3-Bit-Pötten und folden halt so viel gegen 3-Bits. Und dann fange ich halt an, nicht so eine lineare Range, wie jetzt zum Beispiel auf Highstakes. Ja, auf Highstakes 3 bin ich halt nicht so polarisiert wie auf Lowstakes. Ja, weil die Leute halt viel, viel mehr defenden. Ja, klar. Das heißt jetzt, der Unterschied zwischen jemandem, der 45% defendet, gegen eine 3,5x3-Bet, Button gegen Big Blind, oder jemand, der irgendwie 60% foldet, das ist halt riesig, ja, das sind 15%, so, das macht halt einen mega, mega Unterschied. Das heißt, gegen jemanden, der halt zu viel foldet, fange ich halt an, dann mein 3,5 suited und mein 6,8 O zu 3-betten. Und gegen jemanden, der halt Highstakes spielt und gut defendet, so 3-bet ich halt eher dann so 7,8 suited. Okay, das sind ja auch, also das ist ja auch, das sind ja auch alle, die ganzen Ranges sind ja auch im Range Viewer drin. Da sind wir schon beim Thema Pokécode. Yes. Direkt Schleichwerbung. Und dann würdest du halt empfehlen, dass praktisch einfach nach Ermessen, oder was heißt nach Ermessen halt, klar, wir exploiten dann die Gegner, die halt zu viel folden, dass wir dann einfach die Range einfach ein bisschen erweitern, so wie wir sie im Range Viewer sehen. Halt durch noch mehr Suited Connector. Weil das halt natürlich die besten Hände sind, weil die dann, wenn wir gecallt werden, am besten floppen, so in dem Sinne. Genau, wobei das halt eben genau der Punkt ist, wenn unsere Gegner zu tight callen gegen 3-Bets, musst du nicht linear 3-Betten. Das ist halt eben genau das, was ich sage. Ne? Das heißt, wenn unser Gegner jetzt, sagen wir mal, unser Gegner foldet 80% seiner Hände, dann 3-Betten wir sowieso alles. Ach so, dann spielt es gar keine Rolle. Dann ist es halt King 2 off, sowie halt auch 7 und 8 suited, so, also.
Durch die Bank Genau, so, das alles. heißt, Okay. wenn er viel zu viel foldet, dann fange ich sowieso an, alles zu dreibetten. Aber wenn ich jetzt gegen jemanden spiele, der zu viel foldet, dann fangen er an, meine sehr schlechten Hände auch schon deutlich mehr davon zu profitieren. Weil die sehr schlechten Hände plötzlich, sagen wir mal, eine Hand hat jetzt 0,05 BB EV, wenn ich calle. Ja? Also wirklich jetzt so ein 5,80 oder sowas. So, es ist gerade irgendwie gut genug, um zu callen. Wenn der aber jetzt einfach, wenn ich jetzt einfach schon 0,1 BB mache, weil der einfach zu viel foldet, dann muss ich gar nicht jetzt mit der Hand irgendwie viel Equity Postflop realisieren, sondern fange dann halt an, wenn er callt, hat er halt eine ziemlich starke Range, dann fange ich halt an, viel zu check folden dagegen, ja. Aber da kommt der meiste Value kommt von der Immediate Fold Equity, dass halt die meisten Leute einfach zu tight continuen gegen jetzt eine 3-Betting-Range. Ja, das heißt, da ist dann eher der Gedanke, ich gehe eher polarisiert anstatt linearer und nehme halt meine stärkeren Hände. Und dann fängst du, gegen solche Leute fängst du auch an, Aces nur zu flatcallen oder klein zu dreibetten, ja, weil es halt kein, also du profitierst halt gar nicht so viel davon, Aces zu dreibetten. Ja, klar. Ja, also das ist dann so ein bisschen, wie sich dieses Equilibrium dann verschiebt, wo du halt merkst, okay, alles klar, wenn der zu viel foldet, dann verändert sich auch die Konstruktion deiner Range Okay. darauf basierend. Wenn er viel zu viel foldet, fängst du halt an, alles zu dreibetten. Und wenn er nur etwas zu viel foldet, dann verschiebt sich deine Range meistens in eine eher polarisierte Okay, Wahnsinn. Stil. Ja, es ist so krass, weil ich weiß nicht warum so, weil so. Klar weiß ich, dass es eigentlich fast darum geht, dass ja immer irgendwie Equities gegeneinander spielen, aber das praktisch auch dieses 3-Bit-Szenario zu sehen oder halt einfach das wieder aus dem Equity-Aspekt zu sehen, dass einfach ein Flat Call, wenn einer zu viel foldet auf 3-Bits, einfach dann unprofitabel ist als eine 3-Bit mit einer, sag ich mal, sehr marginalen suited Hand, so wie 3-4 suited oder so, ist halt krank augenöffnend eigentlich. Ich weiß nicht, das ist so simpel. Jetzt klingt es so simpel, das macht so Sinn. Und keine Ahnung, warum kommt man davor nicht selber drauf? Das ist so. Es ist sehr befreiend jetzt und gleichzeitig etwas frustrierend, dass es nicht schon früher Klick gemacht hat. Aber vielen Dank dafür. Das war gerade wirklich bombastisch. Okay. Möchtest du noch Flop Turn River oder so Stats angucken Ja, oder? auf jeden Fall. Ich will das einmal zusammen. Also so Wrap-up ist für mich halt eben das eine ist so VPIP, also Flat In Position. Das würde ich mir auf jeden Fall anschauen an deiner Stelle, ja. Ja, ich habe es mir schon aufgeschrieben, genau. Also wenn du jetzt schaust, so gerade Button irgendwie gegen MP, ja. Ja. Da VPIPst du halt 20, 22% oder sowas. Ja, das heißt, sogar wenn jetzt irgendwie MP opent, musst du vom Button halt irgendwie schon 20 VPIP haben. Ja, gegen Early Position hast du auch 20% VPIP. Das heißt, dieser Gedanke irgendwie, dass du das in deinem Kopf bekommst, dass du halt sogar wenn die Open raisen, musst du halt 20% VPIP und du hast jetzt 20 VPIP vom Button overall. Das heißt, da fehlen jetzt noch, also erstens mal, ich bin mir sicher, dass du zu wenig VPIPst und dann openst du ja vom Button auch 50, also solltest du um die 50, 45% openen, ja, je nachdem, Ja. wie deep du bist. Aber das ist halt quasi irgendwie so das zu verstehen, dass das vielleicht auch so für Leute, die zuschauen, ich glaube, gerade vom Button ist extrem wichtig zu verstehen, wenn du shorter wirst, dass du viel tighter wirst. Ja, also gerade 15 Big Blinds Deep. VPIPen wir vom Button viel weniger als jetzt 40 Big Blinds Deep. Ja, das ist halt wahrscheinlich gerade so der Grund, dass ich glaube halt, der Stat würde halt perfekt passen dann eben auf, sag ich mal, die Short Stack Strategy, aber halt Big oder halt, sag ich mal, 40 BB plus mache ich es halt noch viel zu wenig. So, ja, das muss halt echt rein. Genau, und dann jetzt, was ich halt noch sehe, ist VPIP Big Blind. Das ist, glaube ich, dann das nächste, was ich mir anschauen würde. Einfach Big Blind zu gucken, Flat gegen alles. Ja, also jetzt zum Beispiel Big Blind gegen Early Position, 30 Big Blinds Deep, musst du 60% VPI bieten. Okay, also ich defende viel zu wenig. Also du defendest deinen Big Blind zu wenig. Ja, ich Das ist schreibe. jetzt auch wieder, das muss man ein bisschen mit Vorsicht betrachten, weil das jetzt ICM nicht in Betracht zieht. Das heißt, wir wollen marginale Hände deutlich weniger defenden in Spots, wo ICM eine Rolle spielt. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie 6 Left sind, 5 Left sind, 4 Left sind, fangen wir an, dann deutlich tighter zu defenden teilweise.
Aber so als Chip-EV-Startposition zu verstehen, dass du Short da sehr, sehr viel defenden kannst und dann ist es lustigerweise andersrum. Ja? Das heißt, diese Positional Disadvantage wird dann mit deeperer Stack Size schlechter für uns. Dementsprechend können wir deeper auch in Position mehr openen. Da macht Sinn, das balanciert sich quasi dann andersrum aus. Dass wir 100 Big Blind Deep jetzt Button gegen Early Position zum Beispiel nur 45% VPI bin. Ja, und Statt 30 60, Big ja. Blind Deep können wir 60% VPI bin. Der Grund ist Ach ganz so. simpel. Der Grund ist ganz simpel und zwar die Leverage des In-Position-Spielers wird höher, umso mehr Chips wir haben. Also Ja? Also für dieser Vorteil, der Positionsvorteil, den kann er mehr nutzen, umso mehr Chips man zum Spielen hat. Ja, das macht Sinn, klar, ja. Genau, das heißt, du kannst ein bisschen mehr open in Position und du musst ein bisschen weniger, also du kannst ein bisschen weniger defenden out of position. So, das ist recht einleuchtend. Okay, ja. Und das hängt hauptsächlich mit deinen Offsuit-Händen zusammen. Ja, also der Value von Offsuit-Händen sinkt, umso deeper ihr werdet. Weil einfach so eine Hand wie 10, 7, O, Big Blind versus Early Position gegen eine recht tighte Range, einfach 100 BB Deep nicht mehr so geil performt. So viel mal zu jetzt VPIP Preflop Race. Eben, das heißt, VPIP als Flat in Position, auf jeden Fall Late Position deine Stats hochschrauben. Ja, also gerade Cutoff und Button einfach deutlich mehr Hände spielen, deutlich mehr flatten, wahrscheinlich mehr Open Raisen. Das musst du dir dann auch im Detail anschauen. Small Blind und Big Blind würde ich jetzt auch einfach sagen, dass du wahrscheinlich da mehr defenden musst. Ja. Generell mehr VPIP. Einfach um zu gucken, dass dein VPIP halt eher in Richtung 27, 28, 29 kommt. Okay. Gerade auf Low Stakes. Dann schauen wir mal kurz Richtung 3-Bet. Ja, also ist fein. Wenn wir jetzt mal schauen, so zum Beispiel. Ich würde tendenziell auch da wieder sagen, mehr Late Position. Also es ist völlig fein, ich exploite da. Das ist jetzt weniger ein Optimal Stat. Also so der 8,1 ist für mich eher niedrig. Ja? Also ich würde jetzt sagen, so, es sollte nicht unter 8 sein, es sollte nicht über 11,5 sein. Okay. So, ich habe, glaube ich, 10,9 oder so. Also ich würde schauen, dass es eher, also ich glaube grundsätzlich, dass Aggression auf Mid-Stakes noch, also auch bis zu High-Stakes eigentlich, schon noch der bessere Approach ist. Das heißt, ich würde tendenziell da eher gucken, in Richtung 10, 10 bis 11 zu kommen und einfach Late Position, vor allem gegen Late Position, mehr 3-betten. Okay, ja. Da bin ich schon dran. Das ist wirklich ein Thema, was ich jetzt echt die letzten Wochen gemacht habe. Genau, auch was du vorhin noch gesagt hast, das war auch ziemlich interessant, glaube ich, mit diesem halt, sage ich mal, gerade in Later Positions mehr flatten und so, dass vielleicht kommt es auch teilweise daher, wie du gesagt hast, dass ICM halt super, also viel tighter ist, dass ich halt, ich habe in letzter Zeit sehr viel ICM gemacht und ich glaube, das brennt sich dann auch ein bisschen ein und dann überträgt sich es auch manchmal leider ein bisschen auf das normale Spiel, wenn halt ICM eigentlich noch gar keine Rolle spielt. Aber ja, mega, mega, wirklich mega. Das Echt. Ja. nächste, was man hier direkt sieht, lustigerweise ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, wenn du dir deine 4-to-3-Bet-Stats ansiehst, bist du genau jemand, den man damit exploiten kann. Also, Ja, okay, ja. solide, ne, so okay, 4-to-3-Bet, also zum Beispiel, das ist auch was wichtig so für die meisten. 4-to-3-Bet kann nicht wirklich exploited werden, wenn mehrere Spieler behind to act sind. Ne, also du kannst zum Beispiel jetzt einen 60% 4-to-3-Bet Early Position Stat nicht so krass aus Early Position exploiten. Weil wenn du openst und ich 3-bette dich Early gegen Early, dann sind halt noch 7 Spieler hinten dran, die 4-betten können. Das Ja. heißt, da bist du immer recht protected. Deswegen sage ich auch Late gegen Late, weil du da viel mehr die Fehler der Gegner exploiten kannst. Und wenn du dir jetzt anschaust, dein 4-to-3-Bet vom Cutoff und vom Button sind 64%. Das ist fast einen Auto-Profit, je nach Sizing. Okay. Aber wenn du jetzt auch sagst, also die Leute machen gerade den Fehler, dass sie halt zu passiv sind und gerade so wie ich halt auch vielleicht zu wenig Dreibetten, geht es dann nicht wieder also andersrum in die Richtung, dass man halt weniger auf Dreibets callen sollte oder spielt das gar keine Rolle, weil wir mit den Händen trotzdem in Position printen dann?
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, wo, also tendenziell ja, aber nicht so. Also tendenziell ist es richtig, was du sagst. Ich sag jetzt mal vielleicht einfach so als Richtung, ja. Wenn du korrekt Open Race, was ich nicht glaube, weil ich denke, dass du zu tight bist, dann solltest du gegen einen optimalen Gegner wahrscheinlich so jetzt 30, 40, 50 Big Steep, solltest du so 45% holen, circa. Und das ist großes Sizing. Ja? Also wir reden jetzt von 3,5 x 3-Bet. Okay. So, das heißt, die meisten Leute 3-Betten ja auch noch kleiner. Also gibt ja auch noch einige Leute, die irgendwie 3x oder zwischen 3 und 3,5x. Ich glaube sogar, dass die Range for Your Solutions auf 4x basieren. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber es ist irgendwas zwischen 3,5 und 4. Also das heißt, der Range for Your ist schon so das obere Ende von dem Sizing, was die meisten Leute wählen. Okay. So, das heißt, gegen das Sizing sollst du circa 45% folden, mit einer weiteren Opening Range. Jetzt ist halt der Punkt, okay, klar, wenn der jetzt zu tight 3 bettet, ja, wenn der jetzt nicht 16% 3 bettet, sondern halt irgendwie nur 12% 3 bettet, natürlich musst du dann noch tighter callen. Aber das tighter callen ist dann eher so, sagen wir mal, gegen einen optimalen Gegner foldest du 45% und gegen einen zu tighten Gegner foldest du 60%. Okay. So, das heißt, dann sollte sich dein Wert irgendwo bei zwischen, ne, so um die 55, 53 vielleicht einpendeln. Ja, okay, Und dann klar. bist du schon, dann exploitest du schon, ne? Also dann foldest du schon mehr, als du solltest. Stimmt. Gegen ein Sizing, was wahrscheinlich eher kleiner ist, als es sein sollte. Das heißt, jetzt schaust du dir halt an 64, das heißt, du opens zu tight, sehr wahrscheinlich. Du spielst gegen Ranges, die wahrscheinlich zu tight sind, so das ist so der einzige Grund, warum du tighter sein solltest als die optimale Strategie. Aber du foldest halt einfach zu viel. Also das ist auf jeden Fall was, wo du meiner Meinung nach mehr defenden solltest, Late Position. Ne, und das sind jetzt so, also zum Beispiel 40 BB Deep, ja, Button gegen Big Blind, musst du halt König 2 suited defenden. So, und du wirst wahrscheinlich schon öfter mal König 7 suited gefoldet haben oder sowas. Ja, das Also, trifft's das ist eigentlich einfach. perfekt, ja. Genau. Nee, ja, vollkommen richtig. Das heißt, König 2 suited zu folden, finde ich okay. Mache ich auch gegen die meisten Leute, aber König 7 suited folden kann man halt nicht. Okay, ja. Ne? Also, das ist quasi so, das zu verstehen, dass man. Also, König 7 suited folde ich halt nur, wenn ich mir ganz sicher bin. So in die Richtung. Ja, macht vollkommen Sinn. Was halt ein großes Leak von den meisten Low- und Mid-Stack-Spielern ist, ist, dass sie Confidence in Dinge haben, die sie nicht wissen. Oder nicht Okay. wissen können. Also so, da sind Assumptions da, die keine Basis haben. Ja, also diese Basis von wo, wa warum, es gibt ja keine Basis dafür, dass die meisten Leute, die halt zu tight folden gegen 3-Bets, wissen, dass sie das jetzt folden müssen, sondern es ist eher so ein. Es ist eine grundsätzliches richtige Annahme von, okay, meine Gegner sind zu tight, die zu einer falschen Execution führt. Ja, okay, ja, klar. Also das im Endeffekt genau das, was ich eigentlich gerade gesagt habe, dass praktisch, wenn die ja so tight 3 betten, dann muss ich ja auch super tight callen und dann call ich halt viel, viel zu tight, als ich eigentlich sollte. Genau. Okay, gut, ja. Und das ist quasi so der Punkt, dass der Gegner so tight ist, dass du König 9 suited foldest, das geht quasi gar nicht. Ja, okay, ja, weil wir Also es, ja. dann muss er eine 4% Range 3-betten oder so, ja? Also, Genau. so, das ist quasi, ich glaube, dieses Verständnis dafür, wo du dann anfängst, irgendwie eine 75% zu folgen gegen eine 3-bet oder so, das gibt's quasi gar nicht. Ja, klar. Also es ist halt, glaube ich, dieser Gedanke, den ganz viele im Poker haben, so weil sie halt schlechte Erfahrungen hatten mit irgendwelchen Händen und dann Ja. sagen, ja, er hat's in dem Spot ja immer. Er sagt genau, er hat's ja immer. Dann brauche ich ja gar nicht mehr defenden. Dann brauche ich ja gar nicht mehr callen. Okay, ja, hier, da kommt oft fällt auch der Satz hier im Stream. Deswegen, das passt eigentlich perfekt, dass du das jetzt angesprochen hast. Ja. Super, nice. Okay, Alles klar. mir raucht jetzt schon der Kopf. Wollen wir weitergehen? Ja, machen wir weiter. Okay. Noch was zu Preflop oder?
Ich glaube, so als Startpunkt reicht es mal. Lass uns Okay. mal den Flop anschauen. Okay. Lob. Also Turn und River werden wir nur kurz drauf eingehen, deswegen schauen wir uns hauptsächlich den Flop an. Okay, sehr gut. Okay, also genau so. Das heißt, das Erste, vielleicht jetzt auch so ein bisschen durchzuführen, was mein Gedankengang da ist, ja. Auch wieder, wir schauen jetzt einfach nur auf die Outlier, ja. Also wo sind jetzt Sachen, wo du irgendwie zu weit off bist. Das Erste, was wir uns anschauen, ist grundsätzlich jetzt erstmal Seabetting Strategy, ne? Also Seabet generell ist nicht relevant, das ist auch wichtig, ja. Es geht jetzt nicht darum, was dein Seabet Overall Percentage ist, sondern ich schaue nur auf Seabet EP und Seabet Out of Position. Okay. Das Erste, und da zum Beispiel fällt es direkt schon mal auf, du seabettest definitiv zu wenig in Position und Okay. zu viel out of position. Okay, perfekt. So, das ist Was? einfach, da gibt Ja. es auch kein, das ist zum Beispiel auch sowas. In Position ist der Exploit eher in die andere Richtung als Also in mehr. die, genau. Und zwar liegt es hauptsächlich daran, dass die meisten Leute zu wenig check raisen und zu einfach grundsätzlich schlecht continuen gegen Bets und vor allem kleine Bets und nicht so hohe Aggression oder große Fehler machen auf zukünftigen Streets, weil die Okay. meisten einfach fit auf Fold spielen. Ja, da arbeite ich gerade sehr dran, weil zum Beispiel dieser Aspekt, so dieses, also IP, das war mir nicht klar. Ich dachte, da Conti-bette ich eigentlich zu viel. Aber Out of Position arbeite ich gerade viel mehr Checks ein, weil ich viel mehr mit dem Solver arbeite und dadurch auch erkennen konnte, dass der halt auch so viele Check-Raises hat und halt einfach auch Boards, wo er komplett seine ganze Range checkt und so. Das ist so gerade ein Punkt, den ich halt gerade einarbeite. Aber ja, warum denn in IP? Einfach nur aus dem Exploit-Faktor, weil die Leute zu viel folden oder woher kommt Nee, das? also sagen wir mal, ich habe jetzt da keine Aggregate Reports zu, also ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, aber ich würde sagen, dass, also der Grund ist ganz einfach. Du spielst ganz viel versus BB, IP. Ne, also so, wie sollst du IP auch spielen? Ja, also es ist halt immer, du openst und Small Blind Defended oder hauptsächlich du openst und Big Blind Defended. So. Und wenn du openst, dann wird die Verteilung halt ziemlich genau deine Raise-First-In-Verteilung sein. Das heißt halt viele Hände Button oder Cutoff, einige Hände MP und ein paar, also halt einige Hände EP. Und da ist es ganz einfach so, du hast eine Range-Advantage. Und du hast eine recht große Range-Advantage. Und die möchte betten. In vielen Spots hochfrequentiert betten. Und diese Betting Percentage, wenn ich es jetzt so schätzen müsste, liegt so zwischen 70 und 78%, würde ich meinen. Okay. Ich glaube, ich sehe Bette Flop IP so 82% oder sowas. Also mein Richtwert wäre jetzt so 78 bis 80%. Okay. Und da ist es einfach oft so, dass du einen 25% oder einen 33% hast und dann gibt es einige Spots, wo du einen zwei Drittel bis manchmal sogar Pot oder Überpot Sizing hast. Ja, das ist mir auch aufgefallen, so dass ich meine Sizings erhöhen muss. Aber es ist gut, dass du das auch noch mal sagst. Aber So. das ist zum Beispiel auch so, das wäre jetzt so der nächste Schritt, das ist jetzt recht detailliert, ja, aber so also grundsätzlich würde ich jetzt mal als recht großen Punkt sagen, du gibst zu wenig Chips in den Pot in Position, Seabet IP, und zu viele Chips out of Position. Ja, das Und meint er, klar, warum ja. sind es zu viele Chips out of Position? Weil, wie du schon gesagt hast, also die Seabet Percentage out of Position würde ich jetzt schätzen, liegt so zwischen 30 und 35%. Also Okay. auch gute 10 Prozentpunkte drüber. Warum? Weil wir eine polarisiertere Range haben, wo ein großer Teil davon profitiert, Equity zu realisieren. Und wir die Desincentivierung des Gegners hauptsächlich dadurch schaffen, dass wir die Bets hart punishen. Ja, das heißt, jetzt gerade diese ganzen Boards, wo wir halt viel, so, wir openen EP, ja, und jetzt flattet MP.
So, und jetzt ist es so ein bisschen so, dass er hat halt oft dann eine ganz gute Nut-Range. Ja, also er hat halt ein paar Sets meistens, ne, weil er halt die Pairs in Position flattet. Und dann auf Dame 7, 5 oder so hat er dann halt 7er und 5er. Ja? Oder sagen wir jetzt mal Dame 6, 4. So, dann hat er 6er und 4er, hat halt wahrscheinlich keine Damen. Dafür haben wir Damen. Dafür haben wir halt ganz viel so Ass-König, Ass-Bube, Ass-10, Pocket-10er. So, das heißt, wir haben halt viel von diesem Medium-Kram, wo er halt, wenn du dir das so ein bisschen in so Schichten, ich denke mir das immer in so ein bisschen wie so Schichten vor, ja, das ist quasi so, er hat halt so die absoluten Nuts, ein bisschen mehr. Ja, also wir haben so die Super-Nuts, wir haben so Queens, die hat er nicht, dann hat er so die mehr, eine bisschen dickere Schicht von halt so diesen Nuts, also Sechser und Vierer in dem Beispiel. Dann haben wir wieder einen deutlich größeren Teil jetzt als die vorherige von starken Händen, die aber, also Ass, Dame, Kings und Aces zum Beispiel. Ja. Und dann hat er wieder einen größeren Teil von dem nächsten stärkeren Teil, also King, Queen, Queen, Jack, Queen, Ten, den Teil, ja. Da haben wir prozentual dann wieder weniger, weil wir kein Queen, Jack, O openen und keinen so. Und dann kommt so der nächste Teil von diesem medium-starken Teil. Da haben wir dann wieder prozentual mehr. Also wir haben dann mehr Pocket Buben, mehr Pocket Neuner, mehr Pocket Zehn. Also prozentual von unserer Gesamtrange gesehen. Ja, klar. Und dann kommt wieder er mit einem bisschen größeren, schwächeren Teil. Also so die Pocket Sechser und die, was habe ich gesagt, Dame Sechs Vier. Ne? Also die Ja. Pocket Fünfer, die Pocket Dreier, so den Teil. Ja? Vielleicht auch das 5-6 suited und das 6-7 suited. Und dann kommt wieder so unser Teil von so Medium, so diesen nächsten dann, so Ace King, ja, was ja auch noch ganz gute Equity hat, aber jetzt nicht unbedingt betten will gegen die Range vom Gegner. Und dann kommt so der nächste Teil von ihm, was halt so die R ist. Also, wo wir auch was von haben. Also Bube 10 suited, Bube 9 suited, 9, 10 suited, Ass 7 suited. Ja, also so. Und so stelle ich mir das quasi vor, so, okay, gut, das sind so die verschiedenen Teile der Range. Und jetzt musst du dir überlegen, jeder Teil dieser Range hat eine Incentive. So, Asse will am liebsten jetzt Chips in den Pot bekommen. Klar, ne? Weil du willst halt Value kriegen von Bube Dame. So. Ja. Könige noch mehr, weil noch schlechter, wenn sich die Equity am Turn shiftet. Ja. So, und das heißt, jede dieser Hände, so Ass-König will halt am liebsten downchecken. So, das heißt, jede dieser Hände hat eine unterschiedliche Incentive und die sind auch, die ergänzen sich auch. Das heißt, du siehst meistens so, ich stelle mir das so vor, dass sich so bestimmte Gruppierungen bilden. Ja? Also zum Beispiel dein König-Bube ist plötzlich jetzt so eine schwache Hand in diesem Equilibrium von diesen beiden Ranges, dass König Bube recht viel davon profitiert, wenn Hände des Gegners folden. Na, also König Bube profitiert davon, wenn dein Gegner sein Ass 10 foldet. Ja. Oder seine Dreier foldet. Ja. So, das heißt, König Bube verwendest du jetzt als Hand, hat aber trotzdem noch ganz gute Equity gegen seinen Dame 10 und gegen seinen Ass 10. Ja? Das heißt, König Bube wäre jetzt eine Hand, die als Ausgleich zu so einer Hand wie Könige passen würde, weil Könige will betten oder halt eben, sagen wir es mal so, mehr Chips in den Pot packen und König Bube will mehr Chips in den Pot packen, weil dann schlechte Hände folgen. Genau, okay. Und das ist quasi so, jetzt hast du diese verschiedenen Incentives, die sich bilden und woran ich da versuche zu denken ist, wie sich das über die Zeit entwickelt, ja, also wie verändert sich das jetzt über den Turn und über den River? Das ist immer ein ganz wichtiges Element. Wie spielt Position da eine Rolle? Und welche Incentives sind am stärksten? Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass du eine Range hast, die halt overall hauptsächlich Hände hat, die halt nicht drei Streets Chips in den Pot geben kann oder die eine recht hohe Incentive hat, jetzt zu checken, dann merkst du, dass sich deine gesamte Range auch darum bildet. Ja, dass halt quasi du merkst, okay, wenn das der Fall ist und dein Gegner zum Beispiel recht viele mittelstarke Hände hat, dann wirst du anfangen, viel zu checkraisen.
Weil seit die Incentive von der Range des Gegners ist es halt, Chips auch Chips in den Pot zu packen. Und wenn das seine Incentive ist, dann macht es ja Sinn, deine Hände, die halt noch mehr Chips in den Pot packen wollen, in diese Check-Raising-Range da drum zu bauen, weil der wird halt eh schon betten. Und dann kriegst du noch mehr Chips in den Pot. Geil. Geil, ja. Ja, und das ist quasi so entstehen diese verschiedenen Equilibrien zwischen den Ranges, wo sich das natürlich verändert, wenn du in Position bist, weil dann bist du last to act, dann kann nicht der andere noch Chips in den Pot packen. Dementsprechend, wenn du jetzt die Range Advantage in Position hast, fängst du halt dann zum Beispiel eben in diesen MP gegen Big Blind Spots, fängst du dann halt an, da viel klein zu c-betten, weil du halt den Value extracten willst. Wenn du aber out of position bist, dann fängt es oft an, sich so aufzubauen, dass du halt eher check raised und weniger c-bettest. Also das vielleicht so als Erklärung, warum das dann teilweise anders aussieht. So krank umfangreich, wie du es natürlich jetzt erklärst, das habe ich noch nie das jetzt betrachtet, aber was wir gerade immer viel versuchen, ist gerade das, was du auch erwähnt hast, halt uns die Ranges anzugucken und dann halt praktisch zu sagen, okay, ist das jetzt eine Range oder auch mal nur eine Hand speziell, mit der ich natürlich jetzt, will ich jetzt mit der oder ist es möglich, mit der überhaupt zweimal Value zu bekommen oder eben dreimal und so eben halt die Incentives, es ist eins deiner Lieblingsworte, das hast du echt oft verwendet, das war echt crazy. Ja, eben praktisch so dann die Hand oder die Range einzuschätzen. Aber dass man praktisch eigentlich in jeder Situation, in jeder Position, oder halt, ja klar, die ganzen Faktoren spielen halt mit ein, aber dass man praktisch immer wieder dieses Incentive-Denken mit einbeziehen kann oder muss oder sollte, ist halt schon brutal. Ja, es hilft mir einfach nur dabei. Also ich schaue, ist ja auch so, ne, wenn ein Amateur jetzt eine Hand anschaut, dann denkt der das Gleiche quasi für diese Hand. So, was will ich jetzt mit der Hand? Ne, und dann siehst du jetzt, keine Ahnung, du hast einen Royal Flush und dann so, ja klar, okay, du willst halt so viel Chips in der Mitte bekommen, wie geht. Ja. Aber der würde ja jetzt Und niemals an Check Raise denken, das meine ich. genau, aber das liegt jetzt nur daran, dass er das Tool vielleicht nicht kennt, aber wenn es darum geht, viele Chips in die Mitte zu bekommen und du weißt, dass dein Gegner immer bettet, wenn du checkst, dann macht's ja Sinn, oder? Ja, stimmt, ja klar. Ja, Genau, das heißt, absolut. wenn du weißt jetzt, du hast entweder nichts oder du hast eine extrem starke Hand, dann macht es zum Beispiel Sinn, selbst zu betten, ja, weil warum sollte dein Gegner in eine Range betten, die entweder nie was hat oder entweder immer die Nuts hat? So, das macht ja dann keinen Sinn. Ja, klar. Aber wenn du eine Range hast, die manchmal sehr starke Hände hat, oft was Mittelstarkes und manchmal nichts hat, dann macht es wiederum deutlich mehr Sinn. Ja. Ja, das heißt, es kommt immer darauf an, wie diese Ranges konstruiert sind, was für eine Betting-Strategie dann den höchsten Erwartungswert hat. Okay, ja, das macht komplett Sinn. Das verstehe ich komplett. Ja. Es ist gerade out of position ist es recht kompliziert, weil der Positional-Faktor deutlich schwieriger. Also ich merke das auch, dass das für mich am schwierigsten ist, das irgendwie so ins Denken mit einzubeziehen. Gerade wenn du vielleicht einen leichten Range-Vorteil hast, aber einen Positional Disadvantage, finde ich das viel schwieriger, als wenn du sowohl den Range-Vorteil als auch den Positional Advantage hast, dann ist es irgendwie leichter, darüber nachzudenken, Ja, finde ich. ja. Ja, eigentlich gerade das, was du perfekt beschrieben hast, das ist halt so. Das ist aber auch genau das, warum das, wie du sagst, so diesen leichten Range-Vorteil out of position ist, glaube ich, genau das Problem, warum die Leute zu wenig Check raisen, weil sie sich dann lieber dafür entscheiden, okay, ich bin mittelgut, deswegen bette ich jetzt lieber klein oder so, Ja. statt die Hand halt zu Check raisen, so. Genau. Okay. Aber das ist ja auch so, Mittelgut heißt ja nicht automatisch, das heißt ja nicht, dass du die Hände jetzt immer check raisen musst, sondern du kannst ja auch check callen. Ja, klar, genau, ja. Ja, nur ich Na, glaube, also da, es ist ja auch so ja. ein bisschen wie Big Blind out of position. Na, also du musst halt viel check raisen, da kommen wir jetzt gleich noch zu. Aber du musst halt auch einiges callen. Und du callst deutlich öfter, als du check raised, aber du hast halt schon einen recht großen Teil deiner Range, der einfach das auch punishen will. Ja, du willst halt auch punishen, dass dein Gegner halt nur manchmal die Nuts hat und halt oft Dame 10 hat oder Bube Dame hat so. Und dann willst du mit Kings halt das punishen. So. Den Teil muss es halt geben. Und wenn du halt jetzt anfängst, mit Kings irgendwie ein Drittel Pot zu betten, so, dann
verlierst du halt einen riesigen Value, der ein Teil deiner Range ist. Ja, das ist. Ja, aber das ist super, so das einfach nur mal aus deinem Mund zu hören. Und dann ist ja auch das Spannende, du machst auch deutlich mehr Geld mit deinen schlechten Händen. Ne? Also die meisten Leute spielen dann ihre schlechten Hände auch viel zu passiv. Ja. Weil das ist ja dann auch dieser Value kommt von beidem. Also der Value kommt daher, dass du dann halt auch deinen King Jack check raised oder deinen Ace King check raised, weil auch Ace King nicht mehr so geil. Also das ist zum Beispiel auch so, Ace King performt dann auch nicht mehr so geil. Also wir reden immer noch von dem Board Queen 6 vor. Zum Genau. Beispiel, ja. Also auch Ace King ist dann gegen eine Drittel-Pot-Bet, ge gegen einen Cut-Off-Flat oder so nicht mehr die. Also auch das musst du dann anfangen zu bluffen. Weil es Ja. halt gute Equity hat, aber nicht mehr gut genug ist, um Flop zu callen und dann Turn zu checken und River zu checken. Ja, Und wenn du klar. dir da Solutions anschaust, wirst du überrascht sein, wie aggressiv man so Hände, wo man irgendwie denkt, ja gut, Showdown-Value und checke ich jetzt runter, wie hart man die blufft. Da gibt es viele Spots, wo ich mir angeschaut habe, zum Beispiel, wo du dann Ass-Dame auf Bube hoch halt irgendwie check callst am Flop gegen eine Drittel-Pot-Bet und dann am River halt 75% oder 100% bettest. Weil es halt einfach, er hat halt seine Pocket-Vierer am Flop gebettet, ja, seinen Third Pair quasi. Ja. Willst dann runterchecken, so in die Richtung. Und das musst du halt am River punishen dann. Ja, also nicht mehr sich zu arg auf die Showdown Value verlassen. Vielleicht ist das gut zu merken. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Illusion, weil man halt, wenn man das mit anderen Spots vergleicht und halt irgendwie sieht, ach ja, Ass-Dame hoch wird schon gut sein. Aber wenn dein Gegner halt, ich meine, was soll er denn haben? Was soll er, also so, keine Ahnung, ist halt irgendwie Bube 7-5 oder so. Hat er dann irgendwie sein Ass 10 am Flop gebettet und checkt es dann zweimal oder was? Also wogegen bist du denn noch gut, ja? Ja, klar, So, natürlich. das heißt, Ass-Dame ist dann am River halt oft nur noch gegen seine Pocket-Achter und sein 6, 7 suited so und das willst du halt. Das, Rauskriegen. ja, genau so. Und dann ist der Value halt nicht mehr so, der Value liegt dann da drin, die Hand, weil was ist deine schlechteste Hand am River? Deine schlechteste Hand ist Ass 10 Backdoor Flush Draw, vielleicht King Queen suited Backdoor Flush Draw und dann kommt schon Ass Dame. Ja. Das heißt, wenn man nach Bluff sucht, hast du, also das, dann musst du halt so eine Hand bluffen. Aber das ist auf jeden Fall nur eine Anregung, auf mehr dir anzuschauen, wie du dieses C-Bet out of position quasi eher. Das sind viel hochfrequentierte Checkboards, ganz viele nahezu, also über 80% Check, ja, also wo du ganz viel checkst und halt tendenziell eher Check raised oder Check callst anstatt C-Bettest. Und vor allem, wo ich viel mehr Wert drauf legen würde, ist halt C-Bet in Position. Also ich glaube, das sollte mindestens über 70 und eher in Richtung 80 gehen. Und halt ganz klein auch, oder? Also. Nicht unbedingt, nein. Also ja, Also das zum okay. Beispiel, Ich kenne das ist, die. glaube Ich ich, kenne. auch ein recht großer Fehler. Also ich würde es jetzt so sagen, ich würde jetzt so aus dem Bauch sagen, vielleicht zwei Drittel deiner Bets sollten 33% Pot oder kleiner sein. Und ich würde sagen, ein Drittel bis ein Viertel deiner Bets sollten halben Pot oder größer sein. Und Okay, damit meine ich vor allem zwei Drittel Pot, 75% Pot, 100% Pot. Also da gibt es viele Spots, wo du am Flop einfach schon viel größer gehen musst. ja, das war vielleicht falsch formuliert, aber ja, ich gucke mir da gerade sehr viel an. Das geht dann schon auch hoch. Gerade Ja, so. also gerade jetzt so. Gerade so Boards wie König 10, 5 oder sowas. Da wird halt teilweise Middle Position gegen Big Blind einfach, da wird so geschossen teilweise. Ja? Keine Also Gnade. da fängt es schon an mit 75% Pot am Flop, dann Pot am Turn und dann all. Also da gibt es viele Ja. Spots, wo du wirklich viel groß betten musst. Ja. Weil du halt. Das muss man wissen, wann man das. Also zumindest, wenn du dir einige Sachen anschaust und so ein bisschen Gefühl dafür bekommst, wo man was irgendwie bettet, dann wird es auch recht eingängig. So, dann weißt du halt, King Queen wird auf König 10, 5 einfach am Flop schon groß gebettet. So. Ja, okay. Ass König, groß betten. Ja. Ja. Ja, ich muss mehr C-betten. Ja, das ist vielleicht auch. Im Grund von Multitabling oder Foul-Height, dass ich dann halt oft einfach irgendwie den Spot dann oben rechts im Eck vernachlässige und dann fällt da halt viel schneller mal ein Check oder so. Ja. Genau. Wo ich jetzt zum Beispiel dran war,
war halt, dass ich, oder mir, was mir schon bewusst war, dass ich viel zu oft klein bette, auch in Position und eben nicht diese wahrscheinlich ein Drittel groß bette dann auf gerade diesen Boards, die du gerade beschrieben hast. Aber jetzt auf jeden Fall allgemein die Frequency noch hochzuschrauben, ist auf jeden Fall gut zu wissen. Okay, super. Möchtest Yes. weitergehen? Genau. Ja, wir sehen hier unten schon die Stats, die relevant sind. Wir schauen einmal Fold to C-Bet. Also du hast Fold to C-Bet am Flop 43, Turn 51, River 35. Das ist halt jetzt der Punkt, wo die Stats zu wenig sind. Also du hast für Fold to C-Bet River zu wenig Sample. Okay. Das sind nur 23 Spots. Fold to C-Bet Flop 43 ist okay. Gegen gute Spieler auf höheren Stakes ist das wahrscheinlich ein bisschen zu niedrig. Gegen Mid-Stakes ist es fein, weil die meisten Leute halt eben zu klein betten. Weil das halt das zum Beispiel auch ist, gegen große Bets muss man auch viel folden. Ja, das heißt, wenn jetzt jemand anfängt, zwei Drittel Pot am Flop zu betten, dann muss man einfach auch viel folden. So, deswegen ist ja mein Fold-to-C-Bet-Flop-Wert zum Beispiel eher Richtung 50. Weil du halt dann, klar, wenn jemand Bets auslässt, so, dann musst du halt weniger folden, ganz einfach. Klar. Dementsprechend so 45 wäre jetzt so der Wert, den ich da circa anpeilen würde. Turn Richtung 50 ist okay. Sollte nicht viel höher gehen als das und River 35 wäre viel zu wenig. Ja, dementsprechend hängt das jetzt auch davon ab, ne, wie ist das dann über Sample, über 23 Spots ist es halt nicht wirklich aussagekräftig. Dementsprechend, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Okay. Du, jetzt so als Guide-Wert würde ich sagen, am River ist es am wichtigsten zu schauen, was du callst. Es sollte nicht viel höher als 50% liegen und es geht dann viel mehr darum, okay, welche Spot Bluff catchst du in welche Ranges rein, weil gerade auf Mid-Stakes würde ich sagen, ist das wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte. Okay, ja. Ja, Sehr also klar. gerade Spots, wo du im besten Fall einen Break-Even-Call hast, weil sie immer ihre gesamte Value-Range haben und quasi niemand viel mehr bluffen kann als das, würde ich immer overfolden. Und das sind so die Spots, glaube ich, wo man am meisten was jetzt versus C-Bet rausholen kann. Ja, also eben in den Spots, wo sie immer genau diese Line mit all ihren Value-Händen und völlig uncapped sind, nehmen, so, da würde ich einfach anfangen, alle Break-Even-Calls wegzulassen. Okay. Also jeden Bluff-Catcher quasi Ja. wegzulassen. Das ist im Endeffekt dann mal ein bisschen zu dem Thema eine, sag ich mal, eher Mindset-Frage so. Hattest du das auch jemals, dass du, also im Endeffekt so dieses, oder du kennst es wahrscheinlich auch, aber dieses Ding halt so du weißt, dass es in dem Spot eben, dass du es immer folden musst und du callst es trotzdem so. Wie kriege ich das in meinen Kopf rein? Oder ist es bei dir im Kopf der Gedanke oder schaffst du das so rational zu denken, dass du einfach sagst, so ich weiß, dass es hier niemals ein Bluff ist, deswegen schmeiße ich es immer weg, so weil so deswegen, keine Ahnung, so die Leute wissen ja auch, dass ich gerne Hero call und ich weiß leider selbst, dass es eigentlich die meiste Zeit kompletter Bullshit ist, aber trotzdem ist dieser, ich weiß nicht, dieser Schritt in meinem Kopf, dass ich einfach diszipliniert, vernünftig, wie auch immer man es sagen mag, dass ich das hinbekomme, dass ich einfach den Fold-Button klick so. So, also. Fällt mir auch schwer, aber ich würde sagen, ich würde also ein paar Dinge, die mir helfen. Das erste, was mir hilft, ist, ich denke immer direkt an meine Top-Range. So, ich hab einfach Snap-Calls in den meisten Fällen. Okay. Das heißt, wenn ich diese Snap-Calls habe, dann weiß ich ja, wenn es Leute übertreiben. Weil ich sehe, über Zeit sehe ich, wenn Leute anfangen, komplett crazy stuff gegen mich zu machen. Sehe ich nie, passiert nie. Okay. So, das heißt, dass ich jetzt am River halt meine Nuts calle und dann sehe, irgendein Rack hat plötzlich eine völlig out of range Hand gegen mich geblufft, passiert mir nie. Okay, So, ja. mit nie meine ich quasi nie. Und das ist für mich zum Ja. Beispiel immer so ein beruhigender Teil, dass ich halt weiß, okay, gut, ich habe jetzt hier einen Bluffcatcher, aber ich calle halt, 25% meiner Hände sind halt Snap, weil ich halt Two-Pair oder ein Flush oder eine Straight oder was auch immer habe. Und die call ich halt immer und dementsprechend weiß, also ich sehe zumindest jedes vierte Mal, sehe ich, was er hat. Okay, also im Endeffekt einfach
halt auf die Hände, die du sowieso callst, konzentrieren und dann sagen zu können, okay, dann kann ich diese ganzen Bluffcatcher, die wie gute Hände aussehen, aber ich halt einfach weiß, dass er das einfach nie blufft, deswegen dann folden, oder? Also es ist zumindest was, wo du weißt, du siehst immer wieder mal Hände. Es ist natürlich ganz anders, wenn es jetzt zum Beispiel ein Spot ist, wo ich meine beste Hand folden möchte. Das ist was ganz anderes, ja, weil wenn es jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt meine bestmögliche Hand, die ich da je haben werde, und ich fold die jetzt, dann sehe ich nie, was er hat. Und dann blufft er mehr, oder wie? Meinst du so Nö, in. nö, aber dann weiß ich zumindest nicht, ob, also ich habe keinen Check mehr. Ich habe keine Confirmation mehr, ob er vielleicht irgendwas gemacht hat, was komplett absurd ist. Okay. Also was ich damit sagen möchte, es geht mir darum, mitzubekommen, ob jetzt jemand anfängt, sagen wir es mal so, du spielst jetzt Heads-up gegen mich, 10 Big Blinds Deep. Okay. So, Oh Gott, ich bin so aufgeregt gerade auf nee, aber einmal. so, wir spielen jetzt Heads-up 10 Ja, ich Big Blinds weiß. Deep Ja. und du bist dir jetzt nicht sicher, ob du, keine Ahnung, Dame 7-O gegen meinen Schach callen sollst. So. Dann foldest du jetzt die Hand. Du wirst ja immer sehen, wenn du halt Ass-König hast, callst du immer so. Wenn du Dame 10 suited hast, callst du immer so. Du siehst ja dann jedes dritte Mal, was ich schaffe. Ja. Wenn ich jetzt plötzlich anfange, 2-7-O zu schaffen, dann wirst du das irgendwann sehen. Und dann kann ich adapten, klar. Und dann weißt du, ach ja, krass, okay, Federschuft irgendwie 40% zu weit. Dann muss ich Dame 7-O auf jeden Fall callen. Dann fängst du halt an, langsam mehr zu callen. Okay. Aber wenn du nie 2-7-O siehst, beziehungsweise andersrum, du hast immer dieses Confirmation, dieses Backup, weil du halt Nuts hast, die du callst, dass du immer, also jedes dritte Mal zumindest siehst, was ich hab. Was ich damit meine ist, ich mache mir keine großen Gedanken jetzt zum Beispiel, einen Bluffcatcher am River zu folden, wo ich weiß, alles klar, ich muss mir keine großen Gedanken machen, weil ich habe hier Nuts. So, ich habe hier Nut Flush und ich habe hier eine Straight und ich habe hier Two Pair und die call ich immer. Und wenn er jetzt da eine Hand genommen hat, die komplett crazy ist, dann sehe ich es dann und dann notiere ich es mir. Und dann weiß ich, ah ja, krass, okay, der hat hier komplett out of line geblufft, dann sollte ich vielleicht richtig callen. Ja. Okay. Und Dann muss ich aber sagen, so da, also von deiner Erklärung her auf meine Frage ist, glaube ich, dann das Problem bei mir, dass bei mir einfach noch nicht die richtige Denke so verankert ist wie bei dir. Ich glaube, bei dir ist es halt schon so verankert einfach, dass du einfach deswegen auf das Denken, was du gerade beschrieben hast, einfach vertrauen kannst und deswegen dann einfach auch den disziplinierten Fold findest. Also so fühlt sich's gerade für mich so ein bisschen an. ja, ich glaube, das ist zum Beispiel auch was Großes, gerade so für Mid-Stack-Spieler, wo ich dir jetzt auch den Tipp geben würde, dass du dir sehr, sehr bewusst wirst, was deine Range gerade in diesem Spot ist. Also, was ist, oder andersrum auch, was ist die optimale Range, die du jetzt gerade haben solltest? Na, also, du bist am River, du solltest ein ziemlich gutes Gefühl dafür haben, was du da jetzt hast. Ja, okay, ja, ich Weil verstehe, was es du ist ja auch meinst, recht ja. einfach, ne? Also, du musst es ja nicht exakt wissen, aber es ist einfach. Du musst circa wissen, was du am Flop callst, ne, weil du halt weißt, alles klar, am Flop call ich. Nehmen wir jetzt mal Big Blind Defend gegen MP. So, und jetzt kommt irgendwie, nehmen wir wieder was wir gerade eben hatten, so Bube 7-5. So, und jetzt bettet der ein Drittel und jetzt kannst du dir circa vorstellen, was du alles callst. Ne? Du callst alle Double Gutter, du callst alle Pairs, so, du callst jedes Bube X, jedes 7X, jedes 5X. Jetzt callst du vielleicht dein 6-8 zu einer recht hohen Frequenz, jetzt callst du dein 9-10, jetzt callst du vielleicht dein King Queen, jetzt callst du vielleicht dein Ace 10. So, und dann hast du so circa ein Bild von den Händen, die du callst. So, und jetzt kommt irgendeine Karte am Turn, jetzt bettet er da vielleicht zwei Drittel und jetzt kannst du das gleiche wieder vorstellen. So, alles klar, du fängst jetzt an, einige Fünfer zu folden, du hast jetzt vielleicht ein paar Two-Pair, die du callst. Und keine Ahnung, dann kommt eine Dame am River so und dann weißt du halt alles klar. Also jetzt habe ich circa die und die Hände. So, ich habe jetzt die Hälfte am Flop gefoldet, ich habe davon dann nochmal die Hälfte am Turn gefoldet und jetzt stehe ich da mit 25% meiner Range, die circa so aussieht. Und dann kannst du jetzt da vorstellen, alles klar, von den 50%, die du oder 60%, die du Preflop defended hast, hast du jetzt bis zum River drei Viertel gefoldet.
Genau, ja. Ja, klar. So, und dann ist am River noch, hast du Two Pair, hast ein paar Top Pairs, hast ein paar Second Pairs und kannst dir dann überlegen, alles klar, so, jetzt bettet der Pot. So, jetzt muss ich Pot callen, um zweifachen Pot zu gewinnen. Und jetzt kannst du dir überlegen, alles klar, gut, jetzt muss ich von den Händen halt nochmal die Hälfte callen, so, und dann hast du halt Snap Calls. So, dann hast du halt dein Queen Jack, so, das Snap Calls du halt weg. Punkt. So. Ja, klar. Jetzt hast du vielleicht ein Set, was du nicht geraced hast, Snap Calls. Ja. So, jetzt, so. Und dann weißt du, okay, gut, jetzt habe ich schon mal von den 12,5 oder von den 15%, die ich jetzt am River an absoluten Händen habe, Snap call ich jetzt mal 3% weg oder 4. Ja. Und dann ist halt noch die Frage, gut, jetzt habe ich ein paar Hände, die sind close. Jetzt habe ich King Jack, jetzt habe ich Bube 10, jetzt habe ich keine Ahnung, ja, so. Und mit denen hängst du jetzt da. So, das sind dann so die nächsten 5%. Und da ist dann genau der Punkt, den ich meinte, quasi diese Top 3, 4%, die stellen sicher, dass du zumindest manchmal siehst, was er hat. Und dadurch einschätzen kann, ob ich dann den Rest folde oder manchmal den Rest callen kann, oder? Nicht unbedingt, aber es ist so ein bisschen ein. Du sollst nicht dadurch einschätzen, wie du den Rest spielst, sondern es ist eher so ein die Population beobachten. Okay, ja. Okay. Ja, das macht auch Also es ist Sinn, eher klar. so, Oder mehr Sinn. auch wenn du jetzt, du siehst, was die Leute haben. Wenn du eine Million Hände spielst, dann hast du alles gesehen, was sie haben können, quasi. Ja. Und wenn sie es immer haben am River, dann musst du nicht Loser werden. Okay, ja. Dann Aber kann wenn sie ich. drei Viertel der Zeit irgendwas hatten, dann solltest du auf jeden Fall Ja. deutlich Loser callen. Das ist mein Punkt, verstehst du? Also es ist eher so ein Learning-Tool, wo du halt siehst, ach ja, krass, okay, interessant. Schau dir halt an, schau dir halt im Hold'em-Manager an, was hast du am Showdown alles gesehen? Und dann Ja. wirst du sehen, auf manchen Boards bluffen die Leute einfach nicht. Ja, das ist ja das Problem. Das ist ja das, was ich. Das ist ja dieses, warum es für mich eigentlich nur ein Mindset-Aspekt ist und gar kein Wissensaspekt, weil so, ich weiß, dass die in den Spots nicht bluffen, aber ich. Also es klingt so amateurhaft, aber so, ich will es dann manchmal sehen. Das ist, das ist dann einfach nur mangelnde Selbstdisziplin, oder? Also, Genau. okay. Also, weil Dann haben das, wir das was gut ich dir, ich wollte ja zusammengefasst. dieses, ich kenne dieses Gefühl von, man will es sehen. Ich wollte dir damit nur sagen, du Ja. siehst es ja auch. Ah ja, Nur okay. halt nicht jetzt mit der Hand. Jetzt Du habe ich jetzt siehst ja schon, verstanden, was er was du mir die hat. ganze Zeit sagen wolltest. Entschuldigung. Ja, also quasi dieser Gedanke, wenn du jetzt da hängst, ja, und du hast halt Bube 10, so, dann kannst du, anstatt dir jetzt zu denken, ach ja, krass, der hat jetzt vielleicht, ne, der kann jetzt Ass-König haben, vielleicht hat er Ass-König dreimal geblufft, so. Man redet sich dann irgendwas ein, dann kann man sich aber auch denken, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie so Mitte meiner Range. Ich glaube, tendenziell ist das eher ein Board, wo die Leute nicht so viel Triple Barrel bluffen. Und deswegen fange ich an, halt exploitative meine super thin Bluffcatcher zu folden und habe halt meine Nuts, um sicherzustellen, also so wenn. Dann sehe ich es ja. So, ich sehe ja, Ja. wenn er mich komplett crazy blufft, so, dann fange ich halt an, dann habe ich halt meine Nuts, mit denen ich sehe, und dann fange ich an, ein bisschen looser zu callen. Gegen den oder gegen Population oder was auch immer. Genau. Ja, klar. Okay, Also, ich. was ich damit meine ist, wenn du jetzt auf einem Ace-High-Board, sagen wir mal, keine Ahnung, das Board ist jetzt irgendwie Ass-König 3 oder so, du brauchst halt gegen drei Bets nicht deinen King X runtercallen. Ja, klar. Sondern du hast halt immer dein Ass 3, um rauszufinden, so ob die jetzt anfangen, irgendwie komplett wild alles zu bluffen, was sie irgendwie haben. Genau. Und ansonsten kannst du halt ab und zu callst du halt mal einen Ass und ansonsten holst du halt alles weg. Ja. Und das ist fein. Ja, aber es ist, ich glaube, bei mir ist es wirklich nur so dass ich da irgendwie so, wie du es jetzt gerade erklärt hast, so eine Vorstellungskraft, ja, anfange zu entwickeln, dass mir das eben hilft, dann einfach diese Disziplin durchzusetzen, die halt eigentlich erforderlich ist in den meisten Spots. Und gerade auf den Mid-Stakes, wo ich das Gefühl habe, so,
wenn man jetzt nur die Racks betrachtet, da blufft halt gar keiner so. Also das ist halt also komplett crazy so. Klar, jetzt auch wieder, ich will es jetzt auch nicht wieder verallgemeinern, so, es blufft gar keiner, aber halt so in dem Rahmen, ja, dass ich halt wirklich nur meine Top-Hände call und den Rest einfach weg. Au, so. Aber das ist halt keine gute Grundstrategie, ne? Also das ist zum Beispiel auch so, es ist eine, das ist, finde ich, ganz wichtig auch. Ich glaube, die meisten Mid-Sec-Spieler machen den Fehler, dass sie glauben, dass so, das ist so one size fits all. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist auch das, was ich meine, dass du verstehst, was der optimale Starting Point ist und von da aus adaptierst. Du musst verstehen, was du circa callen musst, optimalerweise. Oh, ja. Und dann kannst du hingehen und sagen, okay, in dieser Situation, aus den und den Gründen, fange ich jetzt an, die und die Adaption zu machen. Und das passiert dann vielleicht unterbewusst, ja, aber sobald du mit dem Mindset reingehst von, ja, meine Grundstrategie ist, ich fold einfach immer zu viel. Ja, das ist Quatsch, klar. So, dann endest du halt mit einem 64% Full-to-3-Bet und jeder Spieler, der besser ist als du, exploitet dich. Ja. Und, aber so, wenn, aber zum Beispiel bei mir, ja, warum habe ich 54 Full-to-3-Bet? So, weil ich gegen gute Spieler 45% Full-to-3-Bet habe und gegen schlechte Spieler 59% Full-to-3-Bet. Okay, ja, klar. Ja, und das ist dann der Mittelwert quasi. Ja, natürlich. Und das ist quasi der Punkt, wo dieses, das Verständnis dafür, dass du, wenn du gegen einen besseren Spieler spielst, dass du weißt, dass du nur 45% gegen 3-Bets folgen musst, weil der richtig oder wahrscheinlich nicht zu crazy 3-Betten, also dass der genug 3-Betten wird. Und das Gleiche halt dann in Riverspots, auf Highsticks zum Beispiel. Mhm. Der größte Unterschied, den du merkst, ist, dass halt die Leute viel mehr verstehen, wo du, also viel balancierter sind. Ne? Also in Spots, wo du halt auf Midstakes die Leute überhaupt nicht bluffen siehst, bluffen die Leute auf Highstakes immer noch zu wenig, aber halt mehr als die auf Midstakes. Ja. Und es geht eher darum, dass du halt circa verstehst, alles klar, okay, gut, ich weiß, was optimal ist, also ich kann es mir circa vorstellen, ich sollte jetzt am River hier 50% callen, aber ich call nur 30%, weil das ist tendenziell ein Spot, wo die Population underblufft und das ist das Adjustment, was ich mache. Ja, macht absolut Sinn. Und andersrum gibt es auch Spots, wo ich anfange 70% zu callen, weil die Leute den Spot massiv overbluffen. Und ihre Value am Turn ganz anders spielen und deswegen am River viel zu viele Bluffs haben und ich alles calle, was irgendwie irgendwas schlagen kann. Ja. Ne, also das geht in beide Richtungen dann. Das ja, meine ich ja. Damit. Ja, das ist klar. Okay, wow. Und sonst würde ich sagen, hättest du noch Bock, einfach so ein paar allgemeinere Fragen zu dir zu beantworten? Sicher. Genau, weil das war mir halt auch wichtig so, ich wollte dich jetzt nicht nur einladen und dich irgendwie durchs Pokern oder zum Pokern ausfragen, weil, keine Ahnung, dein ganzes Leben ist oder war, ist Pokern, wie auch immer du das gerade handhabst und ich wollte auch ein bisschen so Persönlichkeit von dir sehen und zeigen, so, also. Ja, voll gerne, also das war jetzt, ich meine, super spezifisch Poker-Content. Ja. Ich würde sagen, Poker spielen, lass uns das einfach nochmal machen, wenn ich bei mir zu Hause bin, dann ist es für mich auch ein bisschen entspannter. Ich muss kurz einen Schluck trinken, es tut mir leid. Mir ist ganz schwindelig. Also, oh. Ne, auch das jetzt für alle im Stream, ganz wichtig jetzt, immer brav den Q 3 betten, gerade wenn er vom Button opent. Oh je. Ja geil, dann kann ich es ja exploiten, das ist ja voll geil. Dass wir den mal schön punishen jetzt. Ja, bis ich es endlich im Kopf drin habe. Okay, Und zeigen, immer zeigen. Immer zeigen, ja. Für mein, ja, Mindset. Das ist noch voll. Genau, also, wo war denn die Frage hier? Genau, also, oh Gott. Ja, die muss ich, glaube ich, voll, die wichtigste Frage zuerst. Würdest du lieber mit einem Messer gegen einen Hai oder mit einem Speer gegen ein Nashorn kämpfen? Der war nur dazu gedacht, dich kurz zu verwirren. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie du reagierst auf so eine Frage. Ich glaube, Speer gegen Nashorn. Also ich glaube, Messer gegen Hai ist ziemlich aussichtslos. Okay, aber Speer gegen Nashorn, da hast du ja, also das ist ja, da bringt ein Speer ja gar nichts, denkst du nicht? Ja, glaube ich auch nicht, aber ich weiß auch nicht. Also irgendwie ist so dieses Gefühl von auf meinen Füßen zu sein und
und irgendwie noch halbwegs vielleicht ausweichen zu können. Oder also ich meine, die Viecher sind mega schnell und super gefährlich, das weiß ich, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die Bewegungslosigkeit im Wasser, wenn ein Hai versucht, dich zu töten, habe ich das Gefühl, ist mit Messer ziemlich aussichtslos. Okay. Dann Also es haben ist eher so, wir. dass ich das Gefühl habe, man stirbt in beiden Szenarien, aber mit dem einen fühle ich mich ein bisschen heroischer. Der kleine David gegen den Goliath mit dem Speer gegen Naja, Nashorn. vielleicht Speer ins Auge und Glück gehabt oder so. Oder Nashorn stolpert noch davor oder so, genau. Genau, Nashorn stolpert und stirbt. Okay. Okay, Okay, nächste Frage. Wahnsinn, dann jetzt mal die erste, ein bisschen ernsthaftere Frage. Genau. In einigen Interviews zu deiner Pokerkarriere gehst du häufig auf die Poker Study Group WG ein, in der die ihr damals hattet. Glaubst du, es ist unerlässlich, sich mit anderen Pokerspielern auszutauschen, oder kann man auch als Lonely Wolf unterstützt durch Solver und den Poker-Content da draußen zum Erfolg kommen? Ich glaube, man kann auf jegliche Art und Weise zum, was auch immer Erfolg ist, kommen. Und ich glaube, es hängt genau davon ab, ja, was ist dein Erfolg? Was möchtest du erreichen? Was willst du machen? Was macht dir Spaß? Für mich ist es vor allem, dass ich halt merke, okay, so mir macht es am meisten Spaß, wenn ich was lerne und wenn ich mich herausfordere und ich habe immer wieder so unsere Crew angesprochen, weil das für mich so der größte Boost war. Also erstens hat mir es voll Bock gemacht, mit den Jungs mich auszutauschen, weil ich von denen super viel gelernt habe, weil ich denen gerne auch mein Wissen weitergegeben habe. Und das war voll das coole Gefühl, so gemeinsam da zu wachsen und von 0 Euro Bankroll zu diese ganzen Phasen durchzumachen. Ja, also 2 Dollar 180-Mans hin zu mit Stakes Grinder hin zu dem ersten 500 € Live-Turnier, hin zu mit Stakes, High Stakes Online, dann spielt man das erste 1K, dann spielt man das erste 5K, 10K, 25K, so, also es, so diesen ganzen Prozess irgendwie durchzumachen und ich kenne die jetzt schon seit 2012, also kannst du dir vorstellen, da war eine ziemlich lange Journey irgendwie dahinter und ist einfach cool, das mit anderen zu teilen, mir hat das voll Spaß gemacht und ich kenne aber auch Leute, die einfach nur das auf sich gestellt gemacht haben. Ich fand es halt super effektiv, weil ich das Gefühl habe, wir haben uns halt gegenseitig voll geleveraged. Ja? Also einfach dieser Gedanke von, da sind 10 Leute, die erleben 2000 Stunden irgendwas und können dir das alles in so das Wichtigste in 20 Stunden mitteilen. Das ist wie krass, dann habe ich irgendwie 20 oder 18.000 andere Stunden in 200 Stunden fokussiert mitbekommen. Ja, also dieser Gedanke war für mich halt crazy, keine Ahnung. Ich bin ja aus dem Schwabenland. Du wirst auch, das ist Sparen halt. Man spart halt. Würdest auch einen guten Schwaben abgeben, auf jeden Fall. Okay, dann habe ich gleich eine gute Frage, die dazu auch passt, weil zu dem Thema, dass du dich dann hochgespielt hast, dein erstes Live oder dein erstes Highroller dann im TV und so. Dann eben die Frage, wie das Gefühl war, eben zum ersten Mal im TV, gerade auch oder ohne TV, gegen die Pros zu spielen, die du sonst nur aus dem TV kanntest, so. Es war ein ganz spannender Prozess. Also so meine Journey in den Highrollern war, also erstens mal Props an die deutschen Legenden, die mich ziemlich aktiv damals irgendwie angegangen sind und gesagt haben, so, hey, hast du nicht Bock da zu spielen? Vor allem Johnny. Und ich habe das halt so in meinem Blog geschrieben, so, ey, ich habe irgendwie voll Bock da anzugreifen, ich bin richtig heiß. Und dann hat er mir geschrieben, so, ey, okay, alles klar. Wenn du Lust hast, so wir glauben an dich und würden Action kaufen und dann ging's los. Und ja, war crazy. Also am Anfang dachte ich so, ich dachte so links und rechts, so boah, der ist krass und crazy ist das denn und da und Esfandiari und Nigriano und irgendwie so, ne, so die ganzen Deutschen und damals war das so Reinke Meier und Phil Grüssem und Fabian Kwos und dann Scott Siver und Dan Smith und Ike Haxton und so die ganzen Legenden halt. Ja, klar. Und dann war halt am Anfang, ich bin irgendwie so meine ersten 10 Bullets auch ziemlich, also teilweise einfach, ich könnte es überhaupt nicht mehr rekapitulieren, aber einfach alle gebastelt und irgendwie auch teilweise recht schnell, so irgendwie 2 Stunden gespielt, so gut, alles klar, Re-Entry. Und das waren dann so meine ersten 25Ks und 50Ks und war echt so, ey, okay, alles klar.
Zwar für mich war das so, das kann ja nicht sein. Die sind so viel besser als ich, irgendwas mache ich falsch. Die wissen jeder, also ich habe das Gefühl, ich habe so, die Welt ist gegen mich. So. Die wissen jeder Hand, was ich habe. Die scheinen mir in meine Seele zu schauen. So. Immer wenn ich es nicht habe, callen sie. Immer wenn ich eine gute Hand. Und dann war halt echt so, ey, warte mal, ich habe jetzt. So, und dann habe ich mich echt voll reingestürzt. So, dann habe ich mir jeden YouTube-Content, den es von denen gibt, angeschaut. Hab mir die ganzen Online-Stats von denen angeschaut, hab mir jeden Online-Nick rausgesucht, hab dem zugeschaut, wie sie spielen, hab wirklich so, okay, alles analysiert, bis ich das Gefühl hatte, so, ich weiß ziemlich gut, wie der spielt, ich weiß ziemlich gut, wie der spielt, ich weiß Leaks von dem, ich weiß Leaks von dem. Und dann war das echt so eine Obsession, so, okay, gut, das kann ja nicht sein. Das hat dann, so bis ich dann meine ersten Erfolge hatte und dann so nach so 15 Turnieren hat das so eingesetzt, dass ich halt langsam gemerkt habe, so, warte mal. Die sind auch nicht so gut. Also, weil das war schon damals auch so, dass so die High-Stakes-Spieler live nicht so die Crusher waren, weil sie halt. Also, es war schon eine Trennung zwischen live und online. Also, ich würde sagen, nur so 25% der Leute haben halt sowohl High-Stakes online als auch High-Stakes live gespielt. Insofern habe ich dann gemerkt, so, ach ja, okay, gut, Negreanu spielt halt irgendwie 18, 15 mit 4% 3-Bet und 1,5% 4-Bet. So, der ist halt Zu einfach tight. tight, zu tight. Noch tighter als Quirin. Die Ja, aber das ist so, Banane. der ist smart, also der ist wirklich smart. Ja. Aber der hat halt einfach der hat ganz gute Handreading-Abilities, aber der spielt einfach tight, period. So, und wenn er 4-bettet, dann foldet man halt. Ja, klar. So, das ist halt eben genau sowas, so richtig, richtig gut zu wissen, so was die Tendencies sind von den einzelnen Leuten, und das könnte ich dir jetzt noch sagen, ja, was damals, also ich könnte jetzt noch sagen, was so in dem Hyrule Field von 2014 irgendwie so die Tendenzen von den Leuten waren. Irgendwie das, ne, so Igor Koganov, irgendwie callt zu viel gegen 3-Bets, zu sticky, callt generell zu viel Post, hat's eher, wenn er raid, ne, also so, wo du dann so merkst, so, ach ja, okay, ich könnte halt jetzt jede einzelne Person durchgehen und irgendwie hab so eine Liste von Reads und Tells, die ich halt irgendwie noch so abgespeichert habe, und das war, glaube ich, so mein Weg dann auch. So ab dem 20. Highroller die recht gut zu crushen. Okay. Cool. Ja, ich glaube echt, das ist super interessant, das mal so zu hören. Gerade weil ich, also ich sag mal so, ich spiele ja auch schon, oder ich spiele auch schon seit über so 10 Jahren. Das hat bei mir auch dann auch mit so, wir sind ja gleich alt, falls du das wusstest. Du bist auch 27, oder? Ja. Ja, genau. Ja, auch halt nach dem Pokerboom und so angefangen und dann irgendwie im Keller bei irgendjemand dann mit 15 schon mit irgendwie um Spielgeld oder so irgendwas gespielt und so. Und dann, ja, aber dieses ganze Mittlere, dieses 2014 habe ich alles nicht mitbekommen, weil da habe ich dann eben studiert und Ausbildung gemacht und so. Deswegen auch für mich sehr interessant zu wissen, wie du das dann einschätzt, diese Zeit. Ja, ich habe auch studiert, nur halt Hyrule. Da sieht man mal wieder, was mehr gebracht hat. Naja. Dein Studium. Ja, das kam jetzt auch mehrmals die Frage. Ich würde sehr interessieren, wie eine Routine also von Fedor aussieht, von dir. Wie sieht deine Tagesroutine aus? Wie sah sie aus, als du damals gepokert hast? Du hast bis morgens aufgestanden, hast eine Runde meditiert, hast Sport gemacht. Und wie Ja. sieht sie vielleicht jetzt aus? Also ich bin 6:30 Uhr aufgestanden, bin 10 Kilometer laufen gegangen, dann eine Stunde meditiert. Nee. Alter, ich dachte gerade schon. Also routinemäßig, ich hatte jetzt da keine so krasse Routine. Also am Anfang überhaupt nicht so wirklich. Da würde ich sagen, war meine Routine so Poker all day und Ja. dann routiniert. Also, es war tendenziell so, dass ich halt aufgewacht bin und so irgendwie frühstücken, da halt auch ne, lang geschlafen. Also, ich habe schon dann auch einen Schlafrhythmus gehabt, dass ich irgendwie bis um 10, 11, 12, 1 geschlafen habe. Dann habe ich halt irgendwie gefrühstückt, habe währenddessen aber schon, so also, und dann ging es halt schon los. Also, dann war ich irgendwie in Skype, war in Foren, ich war halt viel in Poker Strategy und in Telepoker damals. Und habe dann viel mich mit Leuten ausgetauscht. So, wir haben viel Content gemacht, viel geskypt und dann habe ich gegrindet. Das war meistens so jetzt der Prozess. Und nebenbei war halt so privat. Also ich habe gar nicht so krass viel gegrindet. Ich war jetzt nicht der Typ, der irgendwie so 7-mal die Woche gegrindet hat, überhaupt nicht. Sondern eher so 3-mal die Woche im Schnitt vielleicht. Dafür habe ich live immer ziemlich viel gespielt.
Und mir war es immer wichtig, so viel Abwechslung zu haben. Also ich mag das nicht so ein Ding und stumpf und dann nichts lernen, sondern mir war es immer wichtig, okay, immer neu, immer lernen, immer weiter, immer irgendwie mein Gehirn stimulieren und wirklich so das Gefühl haben, okay, ich mache da was und ich komme da weiter. Okay. Und dann, ich würde sagen, ein bisschen ausgeklügelter und professioneller wurde es, als ich die High-Roller gegrindet habe. Also da kam dann hinzu, wirklich früher aufzustehen. Also da habe ich dann schon geschaut, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt live spiele, so dann war es schon so 9:30 Uhr, 10 Uhr aufstehen, gesund frühstücken, leichtes Workout machen, meditieren, mit Elliot eine Session oder mit Prime Mind. Und dann habe ich so um 12, 1 Uhr angefangen zu spielen. Habe halt meistens geschaut, dass ich dann war es halt ein ganzer Schedule, waren dann meistens so ein, zwei, drei Turniere am Tag, je nachdem, wie man halt gebastelt ist. Und dann Abendessen und da auch geguckt. Also da habe ich schon tendenziell auch eher weniger gegessen, weil ich gemerkt habe, dass mein Fokus einfach besser ist. Dann um 12, 1, 1:30 Uhr ins Bett gegangen und Repeat. Also das war Okay. schon so der Life-Grind-Circus für mich. Und halt Gab klar, zwischendrin immer geguckt, mit Freunden was zu machen und zu socializen, aber das habe ich schon, in Vegas zum Beispiel habe ich das so 11, 12 Stunden am Tag, 7 Wochen lang Gab's da nicht ziemlich. auch den Vlog dazu? So eine Zeit, oder? Ja, Gibt's der den? war ein bisschen wilder. War noch wilder, okay. Ja, also Ja. genau, da gab es den Vlog dazu, habe ich mal gemacht in Vegas, aber das war anders. Da haben wir auch so ein bisschen Outside-Content, waren dann auch noch feiern und so. Also das war deutlich energieintensiver und mein normales Leben sah schon viel entspannter aus. Okay. Ja, ansonsten bin ich halt viel gereist und ja, also ich würde sagen, echt, das ist jetzt nicht super ausgeklügelt, aber es war für mich so, dass ich gesagt habe, so, hey, ich fühle mich wohl. Ich habe genug soziale Kontakte. Das war mir auch immer wichtig, irgendwie viel mit Leuten zu machen. Und ja, dass es mir einfach gut geht. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich irgendwie mitgeben würde, ist, dass man Poker nicht als Environment aufbaut, wo man viel macht, was man nicht machen will. Das ist, glaube ich, echt, das war für mich so, glaube ich, eine Essenz. Ich würde echt sagen, ich habe über 90% in den ersten Jahren Sachen gemacht, auf die ich Bock habe. Okay, ja. Und das war, glaube ich, echt die Essenz, dass ich damit erfolgreich wurde, weil ich habe halt gerne gestudiert. So, ich habe gestudiert, weil ich wollte. So, ich wollte wissen, was ich da jetzt mit 11 BW vom Cutoff jamme. So, das wollte ich einfach wissen. Ja, das Und ich glaube, ist. das ist so der Unterschied, wo halt andere sich zwingen und irgendwie dann so, ja, ich muss jetzt und jetzt, das ist meine, nö, ich wollte einfach so, ich bin aufgewacht und ich war so, oh, ich habe von der Hand geträumt und ich will jetzt rausfinden, was, so war das wirklich. Ja, das macht auch jetzt alles Sinn, dass du so erfolgreich bist. Weil das ist halt, es kommt dazu, so dass du sehr klug bist, wie jeder weiß, und dann kam es noch dazu, dass dir das alles so leicht gefallen ist. Aber das ist natürlich perfekt. Aber ja, ich war immer ein Mensch, so bei mir war es immer so, dass ich zum Beispiel so halt Dinge, die ich, also ich deswegen glaube ich, mache ich auch das, was ich mache. So, ich konnte auch nie oder ich könnte niemals in meinem Leben oder mein Leben lang irgendwas machen, was mir keinen Spaß macht. So, weil ich war die Dinge, die mir gefallen haben, da war ich immer obsessiv so, mehr oder fast in die obsessive Richtung so. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Und das, was ich halt nicht wollte, das hat mich halt gar nicht interessiert so. Ja. Aber deswegen auch schön, das auch mal so von dir zu hören. Warst du dann auch in die Richtung so, dass du wirklich so, also es ist so, ich weiß nicht so, ob es sich nur für mich so angefühlt hat, aber ob es auch in die Richtung so, dass es so obsessiv war dann, so, weil es sich halt so brennend interessiert hat, so, du konntest nicht anders, als es zu machen, so. Ich finde es gar nicht so, also ich meine, das ist ja so dieses Besessensein. Ich würde sagen, das war eher, so, das ist für mich auch immer mit Zwang verbunden. Also ich würde Okay. sagen, am Anfang war das für mich sehr frei. Also ich habe mir das schon sehr ausgesucht. Ich hatte da schon sehr Bock drauf. Gegen Ende wurde es dann mehr Zwang, weil ich das Gefühl hatte, so, boah, ich muss jetzt grinden und ich muss da jetzt. Also da war schon das Mindset auch so von den Menschen um mich rum, so, ja, wir haben jetzt hier die Once in a Lifetime Opportunity, wir können hier 1 Million im Jahr machen, wir müssen das jetzt ausgrinden. So, das war schon Okay. so. So, Okay. okay, wir haben nichts studiert. Wir müssen jetzt so, also wir haben eine Verpflichtung aus dem Skill, was wir haben, da jetzt das Maximum Geld rauszuholen. Das war schon so ein Teil des Mindsets. Okay. Und es hat halt so ein bisschen dieses Mindset von so, hey, ich finde das voll geil und ich liebe dieses Spiel und mir macht es einfach voll Spaß und ich habe Bock zu spielen und zu lernen. So, das hat es so ein bisschen überschrieben. Okay, Und ja. das war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, weil ich dann gemerkt habe, so,
das ist nicht ein Driver, der mich dabei hält, sondern da habe ich mich dann gezwungen und dann, wenn ich mich zwinge, merke ich, die Energie flacht ab, die wird nicht mehr so. Und wenn ich halt voll Bock drauf habe, dann wird die immer mehr so. Ich hab einfach immer mehr Begeisterung dafür gehabt. Und für mich ist so dieser Unterschied, so am Anfang war es für mich wirklich Begeisterung, Neugier, und Joy und dann wurde es immer mehr so zäher, zwingen, ich muss jetzt Geld machen, so Okay. und das möchte ich einfach, da hab ich, das glaube ich, tut nicht gut und das möchte ich auch nicht. Okay, Bombe. Das empfehle ich auch wirklich jedem, ja. Also ich glaube echt, so das größte Ding ist irgendwie auch für sich selbst rauszufinden, wo das liegt. Ich glaube echt, das ist so, für mich ist das wie so ein, wo so, vielleicht sind es für dich 3,5 Stunden Poker die Woche. Na, also ist jetzt vielleicht nicht für dich, aber vielleicht für jemand anderen, der zuhört. So, weil man fängt dann an, dieses Bild sich auszumalen, auch so, wie geil wäre das, wenn ich jetzt wie Poker spiele und 500.000 im Jahr mache, so. Aber das kann man nicht einfach entkoppeln von all dem Effort, den es braucht. So, weil wenn du dann wirklich mal so, okay, wie geil findest du es dann noch, die nächsten 7.000 Stunden deines Lebens da rein zu investieren? Ja. So, weil das brauchst. Also so, ich habe 15.000 Stunden oder ich sag mal, ich habe mindestens 8.000 Stunden investiert, bevor ich auch nur einen Cent gemacht habe. Ja. Und so, ich habe angefangen mit 15 oder 16 Poker zu spielen. Ich habe mit 19 das erste, also so mit 19 hatte ich gerade noch so Schulden, ja. Also, Ja. das ist wirklich, das hat 4 Jahre gedauert so und ich habe 3 Jahre davon oder 2 Jahre davon Fulltime gespielt. Ja, das Also ich glaube, ist diese Vorstellung so von, und das hätte ich nicht machen, so wenn ich jetzt da reingegangen wäre, ja, okay, mein Plan ist es, damit jetzt Millionen zu machen, so das hätte niemals, so dann hätte ich jetzt nach 3 Wochen gedacht, so was ein Scheiß. Ja, klar. Ja, das ist insofern, ein. ich würde sagen, so dass jeder für sich irgendwie guckt, so okay, wie viel Bock hast du drauf? Und dann landest du genau da, wo es halt so, wenn du merkst, so, ach, ich habe 3 Stunden Bock drauf, dann sind es 3 Stunden. Wenn du merkst, so, nach 3 Stunden habe ich immer noch Bock, dann wären es vielleicht 5 Stunden oder 10 Stunden. Aber ich glaube, nur ganz wenige Leute, das ist, glaube ich, die Lebensphase, das ist, glaube ich, so, wie man gepolt ist, worauf man Lust hat, was man gerne macht. Und dann landet es irgendwo. Und ich habe es ja auch gemerkt, so, ich habe dann auch viel zu viel gespielt, wo eigentlich alles in mir schon gesagt hat, so, ey, so, ne, so einen Tag die Woche reicht. Ja. Und da bin ich jetzt und merke halt so voll geil. Also irgendwie einmal die Woche zu spielen, zu coachen, eine coole Community drumherum zu haben und irgendwie da Spaß zu haben, das ist voll geil. Aber wenn du mir jetzt sagst, irgendwie grind 5-mal die Woche, so, ey, da, also, da springe ich. Ja, klar, aber du hast jetzt halt, weißt du, auch die finanzielle Absicherung, dass du nicht springen musst und nicht in den Ja, Grind wobei das ist, musst. glaube ich, eine Illusion. Also das, ich glaube schon, dass das so ein Gedankenschloss ist irgendwie, ne? So, ich meine, ich habe das Gespräch schon 100 Mal gehabt. So, Ja, das ja, denke ich kannst du jetzt mir. sagen, weil so viel Geld gemacht. Für mich hat sich ab dem Zeitpunkt, wo ich das, ne, das jetzt wieder, das sinkt, glaube ich, nicht ein. Das kann man nicht richtig verstehen, aber weil man es vielleicht nicht selbst durchlebt hat. Aber für mich hat sich ab dem Zeitpunkt, wo ich 100.000 Euro hatte, hat sich nichts verändert. Okay, ja. Also das war bei mir so eine Virtu, ich würde sagen, vielleicht so 50.000 war so dieser Punkt von, ich muss mir keine Gedanken mehr über Miete machen, keinen Gedanken mehr über Essen machen und ich kann reisen, wann ich möchte. So. Da, Ja, auch okay, ja, nee, jetzt. eigentlich macht es vollkommen Sinn. Also, Es ist, glaube ich, ja, ich hoffe, ich erreiche den Punkt auch irgendwann. ich gebe nicht mehr Geld aus. Also, es ist auch so, ich habe dann, ist es so ein bisschen nach oben gegangen, ja, dann war es irgendwie so, okay, gut, irgendwie größere Wohnung und irgendwie dann bin ich Business geflogen und so. Aber dann, jetzt geht es zum Beispiel wieder runter. Jetzt denke ich mir so, okay, gut, wozu brauche ich 150 Quadratmeter so? Ich fühle mich eigentlich wohler in 80. Wozu, also so, ich brauche kein Auto und ja, so Business fliege ich nur, wenn ich spiele, weil dann kann, ne, dann bin ich irgendwie fitter. Ja. Ansonsten verändert sich, so Essen gebe ich halt Geld für aus, weil mir ist wichtig, irgendwie das Bestmögliche zu essen, aber das ist ja auch so, da gebe ich halt nicht mehr als 800 Euro im Monat aus. So, und dann ist halt irgendwie so, gut, mir geht halt auch schon nicht, ich weiß gar nicht, also so, ich brauche nichts besitzen und Ja, das ist klar. Ich meinte das auch gar nicht in die Richtung Besitz so. Aber ja, einfach grundsätzlich so halt. ja, aber das ist, finde ich, schon ein, genau, aber das ist ja dieser Punkt, ne? Was ist dieses grundsätzlich? Wir haben schon, glaube ich, so ein Gedankending von, es gibt irgend so eine virtuelle Zahl, wo man glaubt, man ist settled. Aber so, ich habe halt das Gefühl, Die so brauchst du jetzt zum nicht, ja. Beispiel, jetzt ist es für mich, dieses Settlement ist in mir. Das ist nicht irgendeine Zahl in einem Bankaccount, sondern das ist so, ich fühle mich jetzt gesettelt, weil ich das Gefühl habe, so, mir geht's gut.
Und mir wird es auch gut gehen, wenn ich jetzt irgendwie null im Bankaccount hätte. So, weil ich kann Sachen machen, ich bin frei, ich bin kreativ. So, und dann mache ich halt wieder irgendwas anderes, wo ich irgendeinen Wert schaffe und ja. Ja, happy dann. Ach, schön. Jetzt sammelst du wahrscheinlich etliche Sympathiepunkte gerade. Es ist halt so bescheiden. Das ist so cool einfach. Das ist so cool, sowas zu hören. Das ist halt. Wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, du wärst der perfekte Schwabe. Die schwäbische Bescheidenheit. Ja, wobei ist ja auch so ein bisschen dieses, ne, also das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied, dieses zwanghafte Sparen. Okay, aber das wird oft mit dem Schwabentum verbunden. Das ist aber zum Beispiel, das stimmt überhaupt nicht. So, da muss Ich ich. meinte das jetzt gar nicht, ich meinte das jetzt gar nicht auf Schwaben betreffend, aber zum Beispiel, ich finde bei Deutschen generell, also so zentral jetzt irgendwie, ne, Deutsch und Österreicher, ich merke schon dieses Gefühl, Geld zu verlieren, ist schon, finde ich, hier ganz anders als in anderen Kulturen. Ja, das stimmt, ja. Also so, ich merke das schon jetzt auch bei den Leuten um mich herum, dass so dieser Gedanke, Geld auszugeben, und ich meine jetzt auch ausgeben, nicht nur im Sinne von, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwas, dass da nicht nur dieses ist von, ja, okay, ich brauche das nicht, sondern auch schon so dieses, ja, okay, das macht man nicht. So, man behält das und es muss mehr werden. Ja, okay, ja, klar, verstehe ich komplett. Aber deswegen mache ich auch immer die Witze, weil ich das eben auch überhaupt nicht so sehe. So, also weil ich das auch, oder weil ich dieses Denken halt auch blöd finde. So, weil was nützt es dir? So, das ist so, das macht dich ja nicht glücklich. So, das macht dich eher so Aber das ist nicht so schwer verkrampft. zu, das ist nicht so schwer, ist nicht so leicht ins Leben zu integrieren. Ja, Also okay, das ja. eine ist irgendwie so die theoretische Vorstellung, aber dieser Gedanke, also wenn ich jetzt so die meisten reichen Menschen mir anschaue, die ich kenne, dieser Gedanke, jetzt, wenn du ihnen all das Geld wegnehmen würdest, das wäre psychisch eine sehr große Belastung für die meisten. Ja, das stimmt. Und das ist schon, daran merkt man ja, wie abhängig man davon ist. Also es ist ja, ich finde immer das beste Beispiel so, okay, wie ist das extrem Gegenbeispiel? So, wie ist es jetzt für all die Leute, die Millionäre oder mehr Geld haben, wenn du ihnen all das wegnehmen würdest? Und für die meisten, die ich kenne, also so devastating. Ja, Ja. also so die Alles weg, was sie schwierigste sich in Herausforderung ihrem. des Lebens. Ja, okay, ja. Trifft's gut. Und daran finde ich, das ist immer ein gutes Zeichen. So, ach ja, krass, okay, warum ist das? Und dann, wenn man die Frage stellt, finde ich, kommt man schnell dazu, ach ja, weil anscheinend ist ja schon eine sehr große Identifikation oder ein sehr großer Teil des Selbstwertes, weil warum ist man ansonsten so runtergezogen, mit diesem Besitz verbunden? Und ich finde, das ist halt voll der wichtige Punkt, da anzusetzen, sich zu fragen, so, ach ja, krass, okay, warum definiere ich mich so sehr darüber? Und das habe ich schon auch gemerkt, dass für mich war das der Highscore, für mich war das so dieses, mein Selbstwert hängt davon ab, wie krass ich jetzt da irgendwie leisten kann. Und Leistung ist da gemessen an Geld. Und das war schon, wo ich gemerkt habe, ein großer Teil der Energie kam irgendwie daher von, okay, geil, wenn ich gut leiste, das habe ich so gelernt, als ich aufgewachsen bin, so wer leistet, ist wertvoll. Ja. Und dann halt so für mich halt das irgendwie so auseinanderzubauen und zu merken, so, hey, nee, ich bin wertvoll anyway. So, da gibt es keine Zahl, die das irgendwie festlegt. Sondern Geld ist halt einfach nur ein Transaktionsmittel, ist einfach nur da. Und ich möchte einfach nur das Beste irgendwie daraus machen. Und das Beste ist nicht, es bei mir zu halten. So, sondern das Beste, glaube ich, ist zu gucken, dass man schaut, dass es so vielen Menschen so gut geht, wie es irgendwie geht. Und das ist nicht, das auf meinem Bankaccount zu horten und in ETFs zu investieren. Das ist meine Sichtweise. Das finde ich toll. Oh, noch mehr Bonuspunkte. Auch bei den ganzen, beim Chat. Gut, Fedor, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Voll gerne. Es würde mich wahnsinnig freuen. Hier wurde auch gerade gefragt, nächstes Mal Fedor Holz im Homegame, wenn du nochmal vorbeischaust und wir einfach nur gemütlich Homegame spielen, noch ein bisschen quatschen, ein bisschen Spaß haben. Klingt das okay für dich? Klingt gut. Home Game of Stars, das geht leider nicht mehr, lieber. Okay. Aber wir können definitiv ein Turnier, vielleicht auch mit einem kleinen Bounty auf uns beide oder so, auf GG Poker organisieren. Okay. Also Pokécode. Okay. Also Also. ich auf jeden Fall wollte mich auch nochmal für die ganzen netten Worte im Chat bedanken.
Cool, dass so viele Leute eingeschaltet haben und uns irgendwie zugehört haben. Freut mich immer wieder, neue Leute auch kennenzulernen, neue Namen zu lesen. Also cool, dass so viele dabei waren. Super. Gut, dann genau, dann sage ich schon mal von dir Tschüss und sage dem Stream nachher nochmal separat Tschüss und wie es halt weitergeht und so. Und Passt. genau, also Fedor, vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut. Danke dir und Chat. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.